kann niemand kommen. Hier doch nicht. Hier kommt bestimmt keiner. Bleib doch stehen. Was soll denn das? Hör doch auf, Verstecken zu spielen! Lass doch den Kinderkram! Hannelore! Hannelore, hör jetzt auf mit dem Blödsinn. Komm jetzt raus, ich finde das nicht mehr komisch. Hannelore! Schau nicht hin! Hey! Bleiben Sie stehen! Stehen bleiben Sie, Schwein! Stehen bleiben! Ewald, lass ihn doch in Ruhe! Schneller! Mach doch zu! Da kommen wir nicht durch. Wir schneiden ihm den Finger. Aber du willst doch nicht hinterherkommen. Der muss doch hier rauskommen. Da drüben ist er verschwunden. Das gibt's doch gar nicht. Ewald, lass, halt doch hier. Suchen Sie jemand hier? Da drüben im Wald ist ein Mädchen ermordet worden. Was? Ja, drüben im Wald, wir haben sie selbst gesehen. Frau Cartoon! Da soll jemand ermordet worden sein. Ermordet? Ja. Moment mal, wo kann ich denn hier telefonieren? Da um die Ecke ist ein Geschäft. Mir ist noch ganz übel. Wir haben die nämlich gefunden. Na, das scheint ja nicht so schwierig diesmal. So, und warum nicht? Der Kerl muss da drüben in der Siedlung wohnen. Wer sagt das? Der junge Bursche da. Ich bin sofort rein in die Siedlung, alles abgefahren, aber der Mann war wie vom Erdboden verschluckt. Hm. Chef? Ja? Der junge Mann hier meint, der Täter müsste da in die Siedlung gehören. Rausgekommen sei er jedenfalls nicht wieder. Kann er ja gar nicht. Was sagst du, Hannelore? Der ist in einem von den Häusern da verschwunden und jedenfalls nicht wieder rausgekommen. Na, ich hätte das doch sehen müssen. Ist doch ganz frei da hinten. Sauerei, was? Wenn ich so einen Kerl mal in die Finger kriege. Ein hübsches Mädchen und ganz jung.
Was machen wir denn damit, Chef? Womit? Mit den Pilzen. Steinpilze. Dass sowas hier wächst. Kriminalpolizei. Kann ich Sie mal einen Moment sprechen? Ich hätte ein paar Fragen an Sie. Ja, ich habe schon gehört, was passiert ist. Ich komme. Ja, das Eckhaus, das habe ich noch nicht. Und du notierst dir wie immer alles. Sind Sie allein im Haus? Nein, ich bin auch noch hier. Kriminalpolizei, nicht wahr? Ja, mein Name ist Grabert. Vollmer. Herr Vollmer, wie lange sind Sie im Haus? Ich bin gerade von der Schule gekommen. Ich habe schon gehört, was passiert ist. Ja, ich meine, seit wann sind Sie im Haus? Ja, wie lange ist es her? Halbe Stunde, Viertel? Um 3 bist du gekommen. Kann ich mal Ihre Schuhe sehen? Schuhe? Ja, die habe ich gerade ausgezogen. Na, dann holen Sie sie mal. Willi, komm mal her! Was ist denn los? Na komm schon, Polizei! Wieso Polizei? Von mir können die doch nichts wollen! Na hoffentlich! Aber was heißt hier, na hoffentlich? Lass ihn das mal rauskommen, was er will! Was wollen Sie denn eigentlich? Wo waren Sie... Wie, wo ich war? Lassen Sie mich doch erst mal ausreden. Wo waren Sie vor ungefähr einer Stunde, so gegen 3? Um 3? Um 3? Da war er hier, in der Küche hat er gesessen. Ist sonst noch jemand hier im Haus? Hol mal Schorsch. Ach, Schorsch, komm mal runter. Geh rauf und weg ihn. Der schläft nämlich noch, der arbeitet nachts. Wen suchen Sie denn eigentlich? Danke. Die sind ja geputzt. Ja, natürlich. Ich putze immer meine Schuhe, wenn ich nach Hause komme. Sonst kann ich sie doch nicht in den Schrank stellen. Kann ich die mal mitnehmen? Warum denn? Ich denke, Sie haben geschlafen. Nein, ich habe nicht geschlafen. Haben Sie nicht gehört, dass nach Ihnen gerufen wurde? Muss ich gleich laufen? Wissen Sie, ich bin Kellner. Ich würde andauernd gerufen und muss flitzen. Hier muss ich nicht. Sie haben ein Zimmer da oben. Ja? Was haben Sie denn gemacht, wenn Sie nicht geschlafen haben? Ich lese gern, wissen Sie? Ach so, das sieht man gleich. Ja, jetzt muss ich Sie auch fragen, wo waren Sie gegen 3? In meinem Zimmer oben. Warum sagst du nicht, wenn du wach bist? Ach, ich wollte keinen Kaffee, ich wollte nichts essen. Natürlich, nur wieder gesoffen und geraucht und nichts im Magen. Lass mich in Ruhe, Mama. Was ist denn überhaupt los? Mörder suchen Sie. Im Wald hat einer eine Frau umgebracht. Und hier ist er verschwunden, hier in der Straße. Von hier soll er sein. Ich weiß nicht. Wollten Sie das fragen? Ja, nicht direkt. Es würde mir schon helfen, wenn Sie mir sagen könnten, wo Sie um 3 Uhr waren. Na, oben war er. Stimmt das? Ja. Einer von den beiden da? Das kann ich nicht so genau sagen. Und auf der anderen Seite? Schwer zu sagen. Er war zu weit weg. Was meinst du, Hannelore? Ja, der könnte es sein. Ja, aber so geht's ja nicht. Sie müssten schon genau sagen können, der ist es. Können Sie das? Nein. Ah. Vollmer, Nummer 16. Vollmer. Ach so, ich brauche ja noch die Schuhe. Kann ich mal die Schuhe sehen? Wieso Schuhe? Darf ich mal reinkommen? Ja, vielen Dank. Die kriegen Sie natürlich wieder. Guten Tag. Guten Tag. Kriminalpolizei, wie viele Leute wohnen hier im Haus? Wieso, wie viele? Ich. Sonst niemand? Sonst niemand. Meine beiden Kinder. Und noch eine Familie, aber die ist in Urlaub.
Ist jemand zu Besuch? Nein. Sagen Sie, ist das Haus offen? Könnte sich da jemand versteckt haben? Versteckt? Also, die sind von Hausmann Nummer 19. Hausmann Willi. Na, Herr Vollmer, was sagen Sie dazu? Ein Mörder wird gesucht, bei uns. Tja, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Weil er hier in der Straße verschwunden ist. Komm, steht da nicht rum. Geht rein. Schnell. Waren Sie die ganze Zeit über im Haus? Ja. Ich bin Lektor, wissen Sie. Ich arbeite für einen Verlag. Ich lese, schreibe. Können Sie von Ihrem Zimmer aus zum Wald rüber sehen? Ja, kann ich. Aber ich habe nichts gesehen. Was ist denn los? Guten Tag, Kriminalpolizei. Entschuldigen Sie die Störung. Ist was passiert? Ja. Wir suchen einen Mann, der da drüben im Wald eine Frau umgebracht hat. Und wie kann ich Ihnen helfen? Der Täter ist in dieser Straße verschwunden, in einem dieser Häuser hier. Aha. Wohnen Sie allein? Oder ist außer Ihnen noch jemand in diesem Haus? Ich habe mein Büro hier, sonst ist niemand hier. Jedenfalls niemand, der in Frage kommt. Hier verschwunden? Ja. Und eine Frau umgebracht? Ja. Darauf habe ich schon lange gewartet. Wie bitte? Na, nach dem, was sich hier im Wald so rumtreibt. Sagen Sie, woher haben Sie so dreckige Schuhe? Vom Garten. Darf ich fragen, was Sie da gemacht haben? Kaninchen gefüttert. Wollen Sie sie sehen? Was für ein Büro haben Sie eigentlich? Ein Steuerbüro. Die kann es natürlich auch gewesen sein. Warum? Weil sie Hosen anhat? Hallo, Sie da! Hey, Sie! Also hören Sie doch mal zu! Sagen Sie mal, sind Sie Balla Balla? Hallo! Hallo, bleiben Sie mal stehen! Mal, Sie sind ja gut, was mich das angeht. Da hat einer eine Frau umgebracht. Und hier aus der Straße soll er sein, der Kerl, der das getan hat. Und Ernie soll das getan haben? So harmlos ist er doch gar nicht. Und die Sache neulich mit dem Kind? Hören Sie nicht auf diese Frau. Fragen Sie doch mal, was mit Ihrem Sohn ist. Vorbestraft ist der. Lass doch, Mama. Was soll ich lassen? Hörst du nicht, was die sagt? Hörst du nicht, was ich sage? Jetzt geht er. Warum nicht der? Hab keine Angst, Ernie. Warum bist du bloß weggelaufen? Er läuft nur weg, wenn er Angst hat. Komm, Ernie, geh. Hol deinen Ball, Ernie, komm. Komm, Ernie. Hol deinen Ball, ja? Geh. Wohnen Sie da hinten? Ja, und ich war die ganze Zeit im Haus und Ernie war im Garten. Ich habe es immer gehört, den Ball, wenn er gegen die Wand schlägt. Ja. Er war die ganze Zeit da. Ach, hören Sie doch gar nicht auf die. Die tut doch alles für ihren Bruder. Alles. Aber fragen Sie doch mal, was neulich war mit dem Kind. Fragen Sie sie doch mal! Ach, sie meint das mit dem Baggersee, die Geschichte. Ja, was war denn da? Ach, ein Kind, ein Mädchen, 7 Jahre alt. Und Ernie hat sie ins Wasser geschubst. Er dachte, sie kann schwimmen. Er wirft seine Bälle ins Wasser, weil sie schwimmen. Er denkt, alles kann schwimmen.
Ja, reingestoßen hat er sie, einfach reingestoßen. Ach, ein Tier ist ja das doch, einfach ein Tier. Sowas darf doch nicht frei rumlaufen, sowas gehört doch in eine Anstalt. Das ist doch eine Schande, dass sowas hier auf der Straße rumläuft und die Leute belästigt. Grüß dich, Bärbel. Alles in Ordnung? Hast du schon gehört? Was? Da drüben haben sie ein Mädchen umgebracht. Was, wo? Ja, da drüben am Waldrand. Da drüben am Waldrand? Ja, ja. Das kein Mensch weiß, wie es... Ja, die Polizei verhört die Leute. Haben sie irgendeine Spur? Sie kommen zu uns, Helga. Lass sie doch kommen. Lass sie doch kommen. Warum kommen sie? Verlier doch nicht andauernd die Nerven. Ach, wir hätten dann noch ein paar Fragen. Ah ja? Wollen Sie reinkommen? Gerne, ja. Bitte. Danke. Du misch dich da nicht ein, bleib doch da. Lass mich doch in Ruhe. Ich hab's gerade gehört von meiner Frau. Das ist ja ein Ding. Die suchen ihn hier bei uns? Was meinen Sie, was hier los ist? Abgeriegelt haben sie alles. Man kommt sich vor wie ein Verbrecher. Nimm ihm einfach die Schuhe weg. Jetzt sind Sie bei Vollmer drin. Warum denn ausgerechnet bei dem? Was hat denn der damit zu tun? Warum soll denn ein Lehrer weniger in Frage kommen als unser einer? 3:10, 2:30. 2:30 bin ich weg. Turnstunde war vorbei und dann bin ich los. Zu Fuß? Ja, ich gehe gern zu Fuß. Ich liebe das, weil es gesund ist. Naja, ich brauche eine Stunde. Das macht mir nichts aus. Und Sie sind über die Landstraße gekommen? Ja, habe ich ja schon gesagt. Was niemand bestätigen kann. Ach, bestätigen? Meine Frau? Du hast mich doch sicher gesehen. Vom Küchenfenster aus. Hm? Ich? Nein. Ja, aber du warst doch in der Küche. Da musst du mich doch gesehen haben. Ich habe nicht rausgeguckt. Nicht rausgeguckt? Nein. Ja, aber ich habe sie doch am Fenster gesehen. Das tut mir leid. Na ja, das ist ja nicht so wichtig. Ungewohnt, was? Was? Ja, Sie tragen doch sonst eine Brille. Ja, die habe ich im Moment verlegt. Auch würden Sie sie holen? Ja, natürlich. So, da ist sie. Darf ich mal sehen? Bitte. Ist doch Ihre Lesebrille, ne? Tja. Sagen Sie mal, was fragen Sie mich eigentlich andauernd nach meiner Brille? Die habe ich nicht, die habe ich irgendwo liegen lassen. Ja, aber Sie könnten sie auch verloren haben. Beim Laufen, beim über die Zäune klettern oder beim über die Gräben springen. Ja, ich bin doch über die Landstraße gekommen. Meine Frau hat mich gesehen. Warum sagst du nicht, dass du mich gesehen hast? Du hast mich doch gesehen, vom Küchenfenster aus. Du zuckst doch nicht mit den Schultern, Helga. Warum sagst du es denn nicht? Helga! Weil ich dich nicht gesehen habe, deshalb. Ach, deshalb? Wirklich nur deshalb? Ach, sagen Sie, Frau Vollmer, was gibt's eigentlich heute bei Ihnen? Darf ich mal sehen? Ihre Hand, ja. Wo ist Ihre Küche? Da. Danke. Wo sind denn die her? Die lassen sich aber Zeit. Wird schon was vor sein, wenn es so lange dauert. Ich hab ja gleich gesagt, der Vollmer. Warum kommen denn die nicht raus von dem da? Vielleicht war der das, Hannelore. Doch, hör doch auf. Wissen Sie was? Ich müsste den bloß mal laufen sehen. So vor mir her, über eine Wiese. Ich könnte dann bestimmt sagen, der war's. Na, mit solchen Äußerungen würde ich mal ein bisschen vorsichtig sein. Ich würde das sehen. Glaube ich. Hören Sie? Ja? Ich wohne auch hier. Hier in der Straße. Aha. Ich will nur mal fragen, ist das wirklich so? Der Kerl muss hier sein. Hier in der Straße ist es. Ja, ja. Da gibt's gar keine andere Möglichkeit. Na, das ist ja ein Ding. Kommt man nach Hause und hört sowas plötzlich. Von nichts eine Ahnung und dann sowas. In welchem Hause wohnen Sie denn? Da unten, Nummer 9. Ja, schau doch mal nach. Kadun? Ja, so heiße ich. Da war niemand zu Hause. Meine Frau hat mich von der Bahn abgeholt. Ich bin gerade von München gekommen.
Aber verstehen Sie doch, was das für uns heißt. Ja, ja, ich verstehe das sehr gut. Ja, wie steht die Sache denn nun? Oh, wir kriegen den Kerl schon. Ich habe ihn nämlich gesehen. Sie? Ja. Wie er vor mir herlief, durch den Wald und dann über die Wiese. Er war ungefähr so groß wie Sie. Ja, wenn Sie einen Mantel anhätten, dann würde ich sagen, fast so wie Sie. Wollen Sie nicht mal aufhören, andauernd zu sagen, so wie Sie? Entschuldigung. Ewald, lass doch. Lass mich doch. Ich muss ihm doch sagen, was ich weiß. Sie meinen, es muss also ein Anwohner sein? Ja, so wie es aussieht, ja. Aus dieser Straße hier vielleicht noch? Anscheinend. Warum sagen Sie anscheinend, ja oder nein? Ja, sehen Sie, das sind unsere einzigen beiden Zeugen und die haben jetzt gesagt, es war hier. Hier in dieser Straße ist der Mann verschwunden. Ja, und rausgekommen ist er nicht wieder. Das kannst du doch gar nicht wissen. Wieso, hast du jemanden rauskommen sehen? Nein. Na also. Tja. So, darf ich mal durch, bitte? Wem gehört das Haus da drüben? Uns. Hausmann. Dann darf ich mal bitten, ja? Warum hast du mir nicht geholfen? Sollte ich? Ich weiß nicht, was für einen Eindruck die Polizei von dir hat. Das weiß sie jedenfalls nicht, dass du eine Frau schlägst. Soll ich rausgehen? Soll ich Ihnen sagen, mein Mann schlägt mich? Er ist nett. Alle Leute sagen, ein netter Mann, dieser Vollmer. Denn keiner weiß, dass dieser Mann imstande ist, eine Frau zu schlagen. Und wer sie schlägt, kann sie auch umbringen. Kann er nicht? Was können Sie denn von denen wollen? Das wundert Sie? Nur kein Neid, wir kommen alle dran. Wieso? Was ist denn nun mit Vollmer? Das ist doch einer von den Männern, die hier gewesen sind. Das sind doch nur ein paar. Und einer davon ist Vollmer. In der Küche fanden wir Pilze, Steinpilze, die Vollmer auf Befragen zugab, im Wald gepflückt zu haben. Was? Was? Hast du das gehört, Hannelore? Ja, Ewald, aber ich muss jetzt nach Hause. Du willst nach Hause? Die will nach Hause. Mensch, du wirst doch gebraucht hier. Wir beide, wir haben das doch alles gesehen. Und du willst nach Hause. Typisch. Ja, ist er. Vorbestraft. Na und, ist ein Jahr her. Und seitdem hat er nichts mehr getan, überhaupt nichts mehr. Was war's denn? Diebstahl. Weiter nichts? Na, reicht Ihnen das nicht? Na kommen Sie, ich muss ja sonst nur nachfragen. Was war's denn noch? Eine Körperverletzung. Und? Er rauft eben gerne. Wollen Sie sich nicht setzen? Was ist denn mit Frauen? Was waren denn das? Frauen? Ist doch ein junger Mann, ist ganz normal. Natürlich hat er was mit Frauen. Andauernd hat er was mit Frauen. Viel zu viel. Also wenn Sie mich fragen, der muss nicht in den Wald gehen, wenn er sich ein Vergnügen leisten will. Komm, Mutter. Was sagst du, komm? Mit komm ist hier nichts getan, weil es ein Mord ist, Willi. Also ich habe so das Gefühl, irgendwas ist da noch. Was ist denn da noch? Gar nichts. Bloß weil er meine Frau belästigt haben soll. Ach, so ist das. Sie sind einschlägig vorbestraft. Einschlägig? Ich habe niemanden umgebracht. Ach, und die Frau, die war ja nicht ganz bei Trost war die. Erst machst du so einem jungen Kerl Avancen. Und der geht natürlich los. Und wie es denn so weit war, dann sagt sie plötzlich, sie will nicht. Na, und nun sagen sie, ihr hättet sie angefasst und am Hals gehabt und alles Mögliche. Die stürzen aus so einem jungen Kerl ins Unglück, diese Weibsstücke. Ist ja in Ordnung, Mama. Ich weiß ja nicht. Ich war ja nicht im Wald. Na, natürlich nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich mich so aufreg. Wir haben ja hier gesessen. Ja, wo? Ja, da und da. Ja, was haben Sie gemacht? Wie gemacht? Ja, Sie werden ja irgendwas gemacht haben, ne? Ach so, ja. Hier habe ich gesessen und Gemüse geputzt und er hat Zeitung gelesen. Ein Haus, in dem viel gelesen wird. Haben Sie auch die Zeitung gelesen? Nein, ich habe gelernt. Ich lerne Französisch. Wenn Sie gestatten. Willst du jetzt was essen? Nur Kaffee. Ja, kriegst einen Kaffee. Haben Sie den Mörder noch nicht? Nein. Was sind Sie gleich vom Beruf? Ach ja, Kellner. Oberkellner. Und wo arbeiten Sie? In der Bahamas Bar. In einem Nachtclub also? Ja.
Hä? Haben Sie es rausgekriegt? Was? Dass die schon meine Frau angezeigt hat? Ja, haben Sie. Nein. Aber er war es nicht. Umbringen tut der Frau nicht. Weil er zu feige ist. Warst du mal Feuer? Oder wollte dein Scheißfeuer selber? Verprügeln ja. Aber mir auch nicht. Er ist einfach. Oh, danke. Einfach zu feige dazu. Ja, da hast du ganz recht. Da hat er recht. Du gibst ihm auch noch recht. Das ist doch gut für dich. Ach, jetzt reicht's mir aber wirklich. Ein feiger Schwein, mehr auch nicht. Oh, komm her. Auseinander! Nein, auseinander! Du Löwis! Ach, auseinander! Ach Gott, so sind sie. So waren sie immer von klein auf. Lass mich nicht her. Wie Hund und Katze sind sie. Vielleicht warst du's. Du hast nämlich nicht geschlafen, du warst nicht um. Ich habe nämlich gesehen, wie du dich reingeschlichen hast. Bist du still? Sie waren nicht oben. Nein, Herr Kommissar. Es ist mir nicht recht, dass das herauskommt. Ich wollte mir Schwierigkeiten ersparen, was Sie verstehen werden. Wo waren Sie dann? Ach, ich bin ein bisschen rumgegangen. Draußen. Draußen? Waren Sie im Wald? Nein, ich hasse Wilder. Ich bin nicht der Typ für Waldspaziergänge. Wo sind Sie denn rumgegangen? Im Garten war er. Ich habe ihn durchs Küchenfenster gesehen, das kann ich beschwören. Komm, schwör kein Meinheit, Mutter. Bist du verrückt? Einer muss es doch sein. Ich würde Ihnen vorschlagen, lieber Kadun, Sie warten es ab. Die Polizei nimmt sich ja einen nach dem anderen vor. So tüchtig sehen die nicht aus. Was kriegen Sie denn raus? Haben Sie was rausgekriegt? Ich wette, Sie kriegen nichts raus. Oh, das würde ich nicht sagen. Der aus dem Haus da, der kommt nämlich schon in Frage. Der war im Wald und hat auch Pilze gesammelt. Was? Das hätte ich vielleicht lieber nicht sagen sollen. Der Vollmer? Pilze gesammelt? Na, das ist ja der Vollmer. Na und? Der geht doch öfter durch den Wald, wenn er von der Schule kommt. Das muss doch nichts bedeuten. Das muss nichts Na, hören Sie mal. Bärbel! Hast du gehört? Vollmer hat da Pilze gesammelt. Na und? Was heißt na und? Wo ist er denn? Warum versteckt er sich denn? Der versteckt sich doch. Warum tut er das? Gut, lass doch, die Polizei wird schon. Warum? Du hast doch gehört, Bärbel. Vollmer war im Wald, hat da Pilze gesammelt. Die hatte doch auch Pilze, ne? Man kann es ihm doch zutrauen. Oder nicht? Na, wissen Sie es? Was sollen Sie wissen? Dass ich Pilze gesammelt habe. Ja, das wissen Sie. Helga. Bitte, meine Herren. Bitte. Ah, jetzt nehmen Sie sich Heinrich vor. Der war also auch hier. Wollen Sie dem vielleicht einen Mord zutrauen? Warum nicht? Kurt. Ja, was Kurt? Hier ist eine Frage gestellt worden, ob ich Heinrich einen Mord zutraue. Und ich überlege das. Kann man? Ausgeschlossen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum man darauf aus ist, den Mörder unter uns zu suchen. Das muss ein Fremder gewesen sein. Aber Sie hören doch, was Sie von der Polizei gesagt haben. Der muss von hier sein. Und warum soll Heinrich nicht in Frage kommen? Ich frage nur, wie ist denn der mit Frauen, seit er geschieden ist? Ach so, und da wurden die Kinder Ihnen zugesprungen. Ja, weil die Schuld lag bei ihr. Sie ist mir einfach weggelaufen. Helga, wen haben wir denn jetzt? Lambert. Wieso, war das nichts mit dem? Nein. Aber der Mann da drüben, der hat was ganz Interessantes gesagt. Na, was hat er denn gesagt? Der Mann da drüben, da, der hat gesagt, seit der aus dem Haus da geschieden ist, macht er dauernd ganz komische Sachen. Stellt dauernd allen Frauen nach. Hm? Ach, wollen Sie bitte mal herkommen? Ich? Ja. Warum mischst du dich da ein? Was tue ich denn? Du mischst dich ein, statt ins Haus zu gehen. Ich gehe nicht ins Haus. Warum soll ich ins Haus gehen? Lass mich in Ruhe. Du siehst doch, der Kommissar will was von mir. Ja, bitte? Vielleicht ist das nicht wichtig, aber der Heinrich, der Lektor da, er ist wie verrückt mit Frauen. Der Mann geht Frauen nach. Er geht in Lokale, Tanzlokale, nur um Frauen ansprechen zu können. So tut er das. Ja, fragen Sie mal, auf welche Weise der das macht. Der belästigt Sie. Er geht Ihnen einfach nicht aus dem Weg. Der Mann ist,
Ah, eine fixe Idee ist das. Er geht hier in der Straße rum, klingelt, klopft, fragt nach, was ihm gerade einfällt. Irgendeinen Vorwand hat er immer, nur um mit Frauen sprechen zu können. Fragen Sie doch mal meine Frau. Die wird ihn gar nicht wieder los. Und wenn sie sagt, nun müssen Sie aber gehen, Herr Heirich, wissen Sie, was der sagt? Sie mögen mich wohl nicht, was? Genauso. Kann vielleicht auch sein, dass es der Vollmer ist, weil er ja Pilze gesammelt hat, im Wald war. Das ist vielleicht noch wahrscheinlicher. Ja, ich danke Ihnen jedenfalls herzlich für Ihre Bemühungen. Sie heißen? Kadun. Kurt. Kurt Kadun. Ja. Sag mal, was macht eigentlich der Schorsch Hausmann da? Ja, das sehe ich auch schon die ganze Zeit. Ja, also wen haben wir jetzt? Lambert. Frau Lambert. Ja. Ach, nur ein paar Fragen. Hier? Nein, wo wohnen Sie? Da drüben. Gut, dann gehen wir dahin. Meine dreckigen Schuhe habe ich mir hier geholt. Tja, was haben Sie denn da? Kaninchen? Sie lieben Tiere, ja? Ja. Na ja, wenn ich mal pensioniert bin, dann schaffe ich mir vielleicht auch sowas an. Obwohl, ich habe nicht zu viel Platz. Vielleicht auch nicht zu viel Geduld. Wenn Sie keine haben. Und sehen Sie sich das bloß an. Die sind Menschen. Tja, Sie mögen Ihre Nachbarn nicht, was? Das beruht auf Gegenseitigkeit. Leben Sie allein? Ja, ich. Erwin! Geh weg da! Ist also doch noch jemand im Haus? Mein Sohn. Warum haben Sie das nicht gesagt? Sie suchen doch jemanden, der für einen Mord in Frage kommt. Mein Sohn ist krank, er ist bettlägerig. Wie alt ist er denn? 18. Und was fehlt ihm? Das weiß man nicht genau. Gliederschmerzen, eine spasmische Lähmung. Eine neurotische Sache. Er kann nicht gehen. Aber er stand am Fenster. Auf Krücken. Wollen Sie ihn sehen? Wenn Sie erlauben. Tag. Tag. Keller. Lambert. Verzeihung, Mutter. Ich war neugierig. Wollte sehen, was da eigentlich passiert ist unten. Polizei, nicht wahr? Ja. Ich hab's mir gedacht. Nicht, dass Sie so aussehen. Wollen Sie sich nicht setzen, bitte? Aber es gibt keine andere Erklärung. Ja, ja. Ich höre Autos, Stimmen, da laufen Leute hin und her. Wenn man wie ich den ganzen Tag im Bett liegt, wissen Sie, dann lernt man unterscheiden, ob es normaler Lärm ist oder nicht. Was ist passiert? Im Wald wurde eine Frau ermordet. Ach ja? Das ist ein Kommissar von der Kriminalpolizei. Man sucht den Täter hier in der Straße. Ja? Endlich passiert mal was in dieser Gegend. Was für eine Frau ist das? Eine junge Frau, die Pilze sammelte. Kennt man sie? Sie heißt Erna Muhring und wohnt 2 Kilometer von hier. Die Erna. Sie kennen sie? Und ob ich sie kenne? Mein Gott, die Erna. Sie geht auf Steinpilze immer um diese Zeit. Wir sind mal zusammengegangen. Pilze sammeln. Ich erinnere mich nicht, dass du jemals mit Pilzen nach Hause gekommen bist. Ich habe sie immer ihr gegeben. Sie ist ein hübsches Mädchen. Erzählen Sie. Ist groß. Blond, schlank, Taille sehr eng, ein sehr kurzer Rock, rot. Sie hat wunderbare Beine, aber faustdick dahinter. Ich weiß nicht, warum du das erzählst. Ist doch vielleicht wichtig für die Polizei. Ja, das ist wichtig. Sie hatte tatsächlich einen kurzen roten Rock. Heute. Hat sie gerne rote Röcke und weiße Blusen. Hatte sie eine weiße Bluse an? Ja, sie hatte eine weiße Bluse an. Sehen Sie? Da hinten, da war's, da haben wir gestanden. Und plötzlich sagte Hannelore, da ist einer. Ich hatte was gehört da drüben. Die Richtung?
Ich nahm dann hier einen Knüppel auf und dann sind wir hier rübergelaufen. Hier, ich schrie immer, stehen bleiben Sie, Schweine, bleiben Sie stehen, aber der lief immer weiter. Hier habe ich nochmal geschrien, bleiben Sie stehen, aber da lief er weg, da hinten. Und Sie? Naja, hinterher zu rennen hatte keinen Zweck mehr. Ich habe Hannelore genommen und wir sind zu unserem Auto gerannt. Chef! Wollen Sie mal sehen? Die Brille des Herrn Vollmer, nehme ich an. Hier hat er sie verloren. Und hier ist auch der Mörder langgelaufen. Hast du das gehört, Hannelore? Jetzt haben wir es. Der Lehrer war es. Der kam mir gleich so komisch vor. Weißt du noch, wie ich gesagt habe, der war's? Naja, jetzt haben wir ihn ja. Ja, langsam, langsam. Aber ich habe ihn doch gesehen. Ja, nur haben Sie ihn nicht erkannt. Jetzt, wo die Brille gefunden wurde, da sagen Sie, der war es. Na, na, also so leicht geht das nicht. Aber das ist doch ein starkes Indiz, die Brille. Ja, natürlich ist es das. Weiter. Du gehst ihm ganz schön auf die Nerven mit deinem Übereifer. Ja, und du gehst mir auf die Nerven mit deiner Zickigkeit. Ach, heb doch mal den Ball da auf, ja? Welchen Ball? Na, da. Wie kommt denn der hierher? Ja, nimm ihn mit. Vielleicht auch ein Indiz. Ist er? Danke. Das ist nicht meine Brille. Nein. Muss das mal meine Brille sein? Setzen Sie sie doch mal auf. Ja, wenn Sie wollen. Gerne. Da kann ich ja gar nicht sehen dadurch. Wem gehört die denn? Erkennen Sie die Brille Ihres Mannes? Sie kennt doch meine Brille nicht. Das ist seine Brille. Wieso kenne ich deine Brille nicht? Das ist sie. Wissen Sie, wo wir sie gefunden haben? Am Tatort. Er ist es auch gewesen. Warum sagst du das, Helga? Willst du mich los sein? Sieh mich an. Ah, ja, ja. Willst du mich los sein, nicht wahr? Du siehst jetzt eine Möglichkeit. Ach, Unsinn. Doch, 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 doch. Siehst eine Möglichkeit jetzt. Hm? Ich weiß doch. Dass der Bursche mal rüberkommt, wenn ich nicht da bin. Muss nicht antworten. Ich weiß ja alles. Herr Kommissar, darf ich Ihnen etwas sagen? Allein? Weiter, bitte. Mhm. Frau Vollmer, bitte. Ich bin kein glücklicher Mensch, Herr Kommissar. Wer ist das schon? Ja, ich gebe mir Mühe. Ich habe mir immer Mühe gegeben, aber ich hatte nie Erfolg mit meinen Bemühungen. Was meinen Sie jetzt? Nee, so alles, alles, Herr Kommissar, alles. Die Schule. Ich komme einfach nicht vorwärts. Man übergeht mich. Naja, ich bin kein Typ, den man da oben sehen will. Mich nicht. Nicht mich. Naja, ich habe nicht die Art, die man so braucht. Man mag mich nicht. Ich bin nichts, bin eben nichts, bin einfach nichts. Auch zu Hause bin ich nichts. Naja, jemand, den man nur betrügen kann. Ich bin durch den Wald gegangen. Ich habe mir gedacht, darf nicht zu früh nach Hause kommen. Er ist noch da. Er kommt immer um die Mittagszeit, wenn er ausgeschlafen hat. Wer? Der Kellner von gegenüber. Der Hausmann? Ja. Dann warum nehmen Sie sich den Mann nicht vor? Vornehmen? Was soll ich denn? Soll ich mich prügeln? Das kann ich nicht. Sie sind also nicht nach Hause gegangen, nur weil Sie wussten, dass der Liebhaber Ihrer Frau im Haus war? Ja. Ich traf dann das Mädchen. Sie sammelte Pilze. Und ich sagte dann, oh, wo gibt's denn hier diese schönen Pilze? Und sie sagte, naja, die wachsen doch überall hier. Und dann sagte sie noch, gehen Sie mal da rüber. Und dann habe ich auch Pilze gesammelt. Und das Mädchen?
ging weiter. Die sind nicht zusammengegangen? Nein. Ich wäre gerne. Aber dann habe ich mir gedacht, na, das ist auch wieder so jemand, der dich nicht mag. Weiter. Ja, ich habe dann Pilze gesammelt und plötzlich hörte ich rufen. Jemand schrie, bleiben Sie stehen, Sie Schwein. Und ich dachte, na, was ist denn da los? Und dann ging ich da in die Richtung, aus der die Stimmen kamen. Und da sah ich zwei junge Leute durch den Wald laufen. Dann hab ich sie gesehen. Das Mädchen. Die lag auf dem Boden und war tot. Dieses wunderhübsche Mädchen, das war tot. Und dann hörte ich einen Wagen wegfahren, dann bin ich gerannt. Und dabei haben Sie die Brille verloren? Ja, ja, und ich habe nicht gewagt, sie zu suchen, wenn Sie das verstehen. Jetzt müssen Sie mich verhaften, was? Warum? Sie laufen ja nicht weg, oder? Nein. Sagen Sie, kennen Sie diesen Ball? Ja, natürlich. Wo war denn der? Ernie! Den nimmt dir doch niemand weg! Ernie! Wo war denn der? Drüben. Im Wald gefunden. Aber das ist doch... Ernie hat doch Angst vorm Wald. Wie sollte der Ball da hinkommen? Ernie geht doch nie weg von hier. Geh vom Fenster weg! Warum soll ich denn? Du machst dich verdächtig! Kann doch nicht gehen, Mutter. Jeder weiß das. Bitte hilf mir. Hat dir nicht gefallen, dass ich das Mädchen gekannt habe? Dass ich es gesagt habe? Du hast in einer so auffallenden Weise von ihr gesprochen. Hab ich? Das hab ich so gemeint, wie ich es gesagt habe. Komm jetzt. Wenn ich von mich hingeträumt habe, was bleibt mir denn anderes übrig? Da habe ich immer nur an dieses Mädchen gedacht. Immer nur an dieses. Mit dem roten Rock, der weißen Bluse. Hör doch auf! Soll ich sagen, ich habe solche Träume nicht? Du bist aufgestanden. Du bist rausgegangen. Wie weit kannst du eigentlich gehen? Bis zum Wald? Ich würde gern, Mutter. Ich würde gern. Sie haben deine dreckigen Schuhe mitgenommen. Was wollen Sie damit? Feststellen, ob Walter da dran ist. Hast du gesagt, dass es meine Schuhe waren? Nein. Ich habe sie angezogen. Danke. Ihre Freundin fragen, was sie wohl selbst da im Wald gewollt hat. Ja, deswegen vielleicht auch, oder? Richtige Spießer, die Eltern. Ja. Sagen Sie mal, Sie müssen nicht zufällig nach Hause, nein? Ich? Nein. Oh. Wir haben den Feier noch gar nicht gelöst. Ich bringe schon meine Getränke. Bitte, die Herrschaft. Danke. Sie mal nur das Schwein finden, Herr Kommissar. Meine Frau sagt also, die traut sich jetzt auch nicht mehr allein in den Wald. Was sind das bloß für Menschen? Ja. Sie sind doch ungeheuer. Ungeheuer sind das. Woher du kommst, Tag Gott. Tag Toni. Gib mal mir. Ja. Hast du gehört? Ja, Marie kocht gerade Essen für die Polizei. Das ist ein Ding, was? Aber sie verhaften nicht, sie greifen nicht zu. Der war auch da, als die Sache passierte. Kannst du hier haben? Ja. Was passiert bei denen da? Die essen erst mal. Haben wir den Vollmarkt? Den haben Sie doch praktisch schon. Also ich würde ihn mitnehmen.
Die Brille lag doch praktisch nur ein paar Schritte von der Toten entfernt. Ja, der Samen dann. Sie glauben, was er sagt? Er hat ein paar echte Töne. Aber echte Töne haben sie ja alle, wenn die Fantasie ihnen helfen muss. Na, fassen wir doch mal zusammen, was gegen ihn spricht. Hm? Der Mann hat Minderwertigkeitskomplexe. Ja. Niemand mag ihn. Beruflich nicht, privat nicht. Frauen mögen ihn nicht. Seine eigene Frau betrügt ihn. Ja. Und? Na, der Mann hat einen Gefühlsstau, das ist doch klar. Er schleicht im Wald rum, weil er sich nicht nach Hause traut, weil er seine Frau nicht überraschen will. Man muss sich mal vorstellen, was in diesem Mann wirklich vorgeht. Und dann trifft er so ein Mädchen im Wald. Hübsch, aufreizend. Kein Kind von Traurigkeit. Sagen Sie mal, hören Sie hier vielleicht zu? Ja, warum? Weshalb? Du lass doch, Walter. Warum sollen Sie denn nicht zuhören? Sie gehen ja voll immer auf. So. Ja, natürlich. Sind ja schließlich alte Nachbarn, die sich lange kennen. Ja. Ja, wir sprachen gerade über Vollmer und dass der Mann Ärger hatte zu Hause. Ja, ich habe die Überlegung da gehört. Entschuldigen Sie, mitgehört. Dass so ein Mann plötzlich einen Kurzschluss kriegt, das leuchtet doch ein. Ja, aber der Vollmer ist doch eigentlich ein ängstlicher Mensch. Ängstlich? Ja, ja, aber wenn so ein Mann gepackt wird von Wut, Enttäuschung und... Ich meine, das heißt doch nichts ängstlich. So ein Mann sieht auf einmal rot. Na, so kommen wir doch nicht weiter. Ja, warum? Man muss sich diese Gedanken machen. Ja, und so ängstlich ist der gar nicht. Na, der ist doch nicht ängstlich, der Vollmer. Na, das ist doch schon eher ein Würstchen. Was? Aber seine Brille hat da gelegen. Das muss man doch berücksichtigen, in Rechnung stellen. Sie hat da gelegen, wo die Tote gelegen hat. Ja, gilt denn das nichts? Gott, nun regen Sie sich mal wieder ab. Verzeihung, aber das ist doch wirklich meine... Wir arbeiten in der Stadt. Man muss sich doch verlassen können, meine ich, dass zu Hause nichts passiert, nicht? Ja, da haben Sie vollkommen recht. Und das ist der Grund, weswegen mich das... Na, Sie hauen Ihren Nachbar jedenfalls ganz schön in die Pfanne. Wenn da seine Brille gelegen hat? Er hat nicht nur eine Brille gelegen. Wir haben auch einen Ball gefunden. Einen Kinderball. Ball? Was für ein Ball? Ein Kinderball? Er gehört dem Malzka. Dem Schwachsinnigen? Mhm. Ach nee. Kommt der auch in Frage? Ach, ja, natürlich. Der Malzka, der hat überhaupt kein Gefühl für das, was er tut. Ein kompletter Idiot. Der war im Wald? Sein Ball war im Wald. Der kann es natürlich auch gewesen sein. Weil nämlich... Der Junge hat neulich ein kleines Mädchen in einen Baggersee geworfen. Na, da gibt's eine Menge Geschichten über den. Das kann ich bestätigen. Der ist nicht so harmlos, wie er tut. Bestimmt nicht. Wenn sein Ball im Wald gelegen hat, das wusste ich ja gar nicht. Was? Ball? Ja, der Ball von Ernie Malzka. Ich höre das gerade. Der Junge ist doch gefährlich. Niemand hat was gesagt, weil man will sich nicht einmischen. Die Irene Malzka hängt an dem Jungen. Aber richtig ist das nicht, dass der Ernie sozusagen frei rumläuft. Na, das ist ja eine Wendung. Eine Wendung? Na, ich weiß nicht. Also, ob man da Wendung sagen kann. Na, wir haben ja immerhin noch den Herrn Heirich. Ja, diesen Büchermenschen da. Ja. Sie selbst haben doch gesagt, dieser Mann sei Ihnen aufgefallen. Ja, ja. Ja, warten Sie mal. Wir haben es ja hier, genau. Ja, seit er geschieden ist, sagten Sie, sucht er die Nähe von Frauen. Und gerade von denen, die tagsüber allein sind. Ja, ja, tut er. Belästigt sie. Was? Ja, wissen Sie das denn nicht? Der Heirich? Ja, natürlich, dieser Mann. Ich weiß es. Hören Sie sich mal um. Fragen Sie doch mal, weshalb seine Frau ihm davongelaufen ist. Wissen Sie es? Was meinen Sie, wie oft diese Frau weinend aus dem Haus gelaufen ist? Ich hab's von meiner Frau. Der Schweinebraten wäre jetzt fertig. Haben die Herrschaften Zeit? Ja, kommen Sie nur endlich her damit. Toni, du weißt das doch auch. Der Heirich. Was der manchmal angestellt hat mit seiner Frau. Hier im Lokal. Ja, ja. Heirich? Ach, geht's ja auf den Heirich los? Ja, natürlich, der... Ja, der hat hier mal seiner Frau ein Glas Bier ins Gesicht geschüttet. Ja, ja, das stimmt. Sieht so bescheiden aus, der Mann. Die ist jetzt rübergezogen zu ihrer Mutter, die Frau Heinrich. Na sollen. Man kann sie ja mal anrufen. Gib doch mal ein Telefonbuch, Toni. Was der alles angestellt hat mit ihr. Die sagt es. Ja, holen Sie doch mal das. Das muss doch geklärt werden. Und mir gibt's uns Schnaps, Toni. Wissen Sie, was die da drin besprechen? Nein. Ist denn noch niemand verhaftet? Nein. Warum denn nicht? Sie haben den Täter noch nicht. Ich denke, der Vollmer ist es. Glauben Sie das? Darauf kommt es doch nicht an. Seine Brille war im Wald.
Ernest Ball war auch im Wald. Ja. Das habe ich gehört. Erwin war es nicht. Ich weiß, dass er gehen kann. Nicht immer, aber er kann. Ich weiß nicht, was das für eine Krankheit ist, aber manchmal geht er. Ich habe ihn gesehen. Irene. Ernest Ball war doch im Wald. Ihm kann man doch nichts tun. Er hat doch keine Verantwortung. Und irgendwann muss Ernie doch mal in ein Heim. Irene. Ernie ist kein Mörder. Aber es tut ihm doch nicht weh, einer zu sein. Ihm nicht, aber mir. Der Erwin Lambert. Er liegt nicht immer im Bett. Das weiß doch jeder. Sagen Sie mal, Vollmer, die Krankheit ist doch nur, das hat er sich doch nur ausgedacht, um seine Mutter zu quälen. Ich bin kein Psychiater, ich weiß nicht warum, aber ich habe ihn mal gesehen, im Wald. Saß da, sah mich an, grinste. Ich sag, was machst du hier, bist du nicht krank? Er sagte, ich war in Lourdes. Späße, was? Noch ein Schnaps, Toni. Ja, ja, so ist das nämlich. Und noch etwas. Ja. Erwin Lambert kennt das Mädchen. Was? Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Der kennt Sie? Er hat mir erzählt, dass er Sie kennt. Und was los ist mit ihr? Dass sie nämlich, ich sag nur seine Worte, dass sie Spaß dran hat. Die konnte mehr als Pilze sammeln. Hat Erwin selber gesagt. Ein Schnaps, Gott. Danke. Herr Wirt, haben wir hier einen Raum, wo ich mit meinen Mitarbeitern reden kann? Ja, nebenan ist aber nicht aufgeräumt. Ach, das macht nichts. Danke schön. Sie auch. Wo ist denn... Da, nebenan. Das Gericht hat sich sozusagen zur Beratung zurückgezogen. Kann ich meinen Fahrplan haben? Ja, gerne. Fahrplan? Komisch. Was ist denn hier los? Was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Ich trinke ein Bier. Sag mal, weißt du, wo der hingefahren ist? Vielleicht holt er jemanden. Natürlich holt er jemanden. Ich weiß nicht wen. Den Erwin Lambert vielleicht. Oder Ernie. Oder Heinrich. Ja, eine Auswahl hätte ich ja. Was sagen Sie, Herr Kasun? Wo arbeiten Sie eigentlich? Bei Siemens, Datenverarbeitung. Ich möchte gerne etwas fragen. Ja, bitte? Warum bieten Sie mir eigentlich andauernd Mörder an? Was? Ja, das tun Sie doch. Vollmer zum Beispiel, Jäger.
Wenn so ein Mann gepackt wird, von Wut, von Enttäuschung, so ängstlich ist er gar nicht. Seine Brille hat doch da gelegen, da wo die Tote lag. Ja, gilt denn das gar nicht? Wer hat das gesagt? Sie? Entschuldigen Sie, ich muss doch das... Dann bauten Sie mir auch noch den Schwachsinnigen an. Ja. Der Junge ist doch gefährlich. Nicht richtig, dass der frei herumläuft. Ja. Sie sagen mich anders, wollten Sie sagen? Nehmen Sie ihn doch. Nehmen Sie ihn noch mit, den Jungen. Sie nehmen ihn nicht? Na, da hätte ich ja dann noch den Herrn Heirich. Der Mann sieht ja so bescheiden aus und der belästigt Frauen. Ja, wieso? Das tut er doch. Ich habe doch nichts anderes gesagt. Und dann haben Sie mir noch jemanden angeboten. Erwin Lambert zum Beispiel. Ich habe ihn gesehen. Er saß im Wald, grinste. Ich sag nur seine Worte. Die konnte mehr als Pilze sammeln. Ja, das habe ich gesagt. Na und? Warum haben Sie mir eigentlich so verzweifelt all diese Leute angeboten? Wieso verzweifelt? Verzweifelt, Herr Kadu. Ja, was heißt verzweifelt? Ich weiß nicht, was ein junges Mädchen geht durch den Wald und sammelt Pilze und begegnet seinem Mörder. Der Mörder steht noch gebeugt über der Toten, als er plötzlich einen Wagen ankommen hört, Stimmen hört. Er weiß nicht, was er tun soll. Er versteckt sich erstmal. Aus dem Wagen steigt ein junges Mädchen und sieht die Tote. Ihr folgt ein junger Bursche. Der Mörder ist wie gefangen in einer Falle. Er weiß nicht, hat das junge Mädchen ihn gesehen oder nicht. Er verliert die Nerven und rennt. Der junge Bursche hinterher. Er ruft noch, bleiben Sie stehen, Mensch. Aber der Mörder rennt und rennt wie ein Verrückter durch den Wald, über die Felder, durch die Wiese, direkt auf sein Haus zu. Der Mann sucht einen Ausweg, sucht verzweifelt einen Ausweg. Sie stiegen in Ihren Wagen, während der Mörder die Straße entlang lief und plötzlich verschwunden war. Ja. Haben Sie sonst noch jemanden gesehen? Nein. Ja, das heißt doch, eine Frau. Diese Frau da. Sie fragte mich, suchen Sie jemanden? Dann kam ein Auto und da saß eine Frau am Steuer. War es diese Frau? Ja, es war diese Frau. Ach, kommen Sie doch bitte mal zu mir, Frau Kadun. Wo sind Sie denn heute Nachmittag um 3 mit Ihrem Wagen hingefahren? Ihr habt meinen Mann vom Bahnhof abgeholt. Um 3? Da kam noch gar kein Zug. Ja, ich wollte... Ich dachte, ich wollte... Was dachten Sie, was wollten Sie? Ich wollte einkaufen. Wo? In Giesing. Ach, in Giesing? Ja. Kennt man Sie dort? Ja, natürlich. In welchem Geschäft waren Sie da? Ich war in mehreren Geschäften. Noch umso besser. Dann wird ja irgendjemand bezeugen können, dass Sie heute Nachmittag zwischen 3 und 4 dort eingekauft haben. Ja. Nehmen Sie mir die Geschäfte. Ja, da war... Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ich werde Ihnen sagen, was Sie gemacht haben. Sie haben Ihren Mann nicht von der Bahn abgeholt, sondern Sie haben ihn hingebracht. Und zwar nach Giesing. Damit Ihr Mann schön gemütlich in Giesing einsteigen kann, um hier aussteigen zu können. Also ganz normal, wie jeden Tag. Wieso denn? Meine Frau hat mich weggebracht. Ja, wie denn? Ich nehme an, im Kofferraum. So Unsinn. So, da stellen Sie mir was für... Ich war... Na, wo waren Sie? Bei Ihrer Firma? Sollen wir nachfragen morgen früh? Mensch, Kurt. Ich wäre nie dahinter gekommen, wenn Sie nicht so unglaublich hartnäckig immer versucht hätten, mir andere als Mörder aufzudrängen. Und Sie haben das Mädchen gekannt, sehr gut sogar, nehme ich an. Das Mädchen, von dem Erwin Lambert behauptet, sie hätte Spaß daran. Warum haben Sie sie umgebracht? Sie wollte plötzlich nicht mehr. Sie wollte Schluss machen mit mir. Auf einmal, ohne Grund. Da habe ich zugedrückt. Und Ihre Frau? Was ist meine Frau? Warum hat Ihre Frau Sie dann gedeckt? Ich habe mich nicht gedeckt. Eigentlich belogen. Seit Jahren geht das so mit diesem Mädchen. Er hat immer behauptet, sie lässt ihn nicht in Ruhe. Sie erpresst ihn, sie macht immer einen Skandal. Und dann ist er gekommen und hat gesagt, er hat eine schreckliche Dummheit gemacht. Und sie hätte ihn angefallen wie ein wildes Tier. Und da habe ich... Aber das wissen Sie ja.
Ja, das weiß ich. Da? Ich habe einen Mord begangen. Ich möchte beichten. Kommen Sie herein. Ich will nicht, dass Sie mich sehen. Schließen Sie die Kirche auf. Ich gehe in den Beichtstuhl. Zusammen. Guten Morgen. Hast du gehört, Robert, was er gesagt hat? Ja, er sagt guten Morgen. Was ist an dieser Tatsache bemerkenswert? Dass es nicht morgens, sondern fast 9:30, also nahezu mittags ist. Ja, richtig. Und worauf lässt das schließen? Dass er wahrscheinlich den Versuchungen dieser Welt erlegen ist. Oh, und einen tollen Abend gehabt hat. Hm. Vielleicht sogar eine sündige Nacht. Ja, und jetzt sogar zu spät zum Dienst kommt. Sag mal, was ist denn eigentlich los mit euch? Harry, solltest du wirklich gesündigt haben. Geh gleich rein zum Chef, der hat nämlich einen Pfarrer zu Besuch. Komm doch mal rein, ja? Na los, geh schon. Nein. Alle? Das ist Pfarrer Krüger. Das sind meine Mitarbeiter. Bitte behalten Sie den Platz. Herr Pfarrer, darf ich erzählen? Bitte. Gestern am späten Abend hat noch jemand an die Fenster des Pfarrhauses geklopft. Dieser jemand wollte nur unbedingt eine Beichte ablegen. Die Beichte wurde abgelegt und ein Mord wurde gestanden. Bitte, Herr Kommissar. Nein, die Herren werden das schon richtig verstehen. Der Mörder schilderte seine Tat begangen an einer Frau Dönhoff. Adresse, alles ist angegeben, er habe die Frau erwürgt. Der Herr Pfarrer hat dem Mörder geraten, sein Gewissen zu erleichtern und sich der Polizei zu stellen. Er ließ den Mann gehen, er musste ihn ja gehen lassen. Und heute Morgen suchte er in der Zeitung die Meldung über den Mord dabei. Er fand sie nicht. Daraufhin suchte er im Telefonbuch die Nummer dieser Frau Dönhoff und am Apparat war Frau Dönhoff. Was denn, die Tote? Das ist doch mal was anderes. Da hat sich doch irgendjemand einen Jux erlaubt. Ja, aber ziemlich geschmacklos. Ja, aber der Herr Pfarrer glaubt nicht an einen Jux. Nein, ich habe zwar noch keinem Mörder die Beichte abgenommen, aber ich weiß, wie sich Leute im Beichtstuhl benehmen. Dieser Mann benahm sich wie jemand, der eine fürchterliche Tat begangen hat, der nicht aus noch ein weiß, der stockend spricht, unterbrochen von Weinen. Der Mann ist heulend aus der Kirche gelaufen. Da haben Sie ihn gesehen. Ich meine, können Sie eine Beschreibung abgeben? Nein, weil es war dunkel. Der Mann hat sein Gesicht verborgen. War es ein jüngerer oder ein älterer Mann?
würden Sie seine Stimme wiedererkennen. Vielleicht. Wahrscheinlich. Und keine Eigentümlichkeiten, die Sie festgestellt haben? An Kleidung, Benehmen? Nein. Wann war das Ganze? Gestern Abend, gegen 22:30. Ja. Walter und Robert, ihr geht jetzt am besten zu Frau Dönhoff in das Haus. Hier ist die Adresse. Wollen Sie rein? Ja, wenn hier Frau Dönhoff wohnt. Wer sind Sie denn? Kriminalpolizei. Ach ja, gehen Sie ruhig rein. Erschreckt hat sie nicht. Nicht direkt. Moment, können wir mal Frau Dönhoff sprechen, bitte? Ja, natürlich. Danke. Was haben Sie da? Ermordet? Ich? Und der Mörder hat es gestanden? Ja. Einem Pfarrer? Ja, und zwar unter Tränen gestanden. So ein Verrückter, ne? Der Pfarrer sagt, der Mann habe mit äußerster Glaubhaftigkeit gesprochen. Aber Sie sehen, ich lebe. Ja. Etwas ist merkwürdig. Ja. Na, ich glaube nicht an einen Zusammenhang, aber heute Nacht ist der Versuch gemacht worden, hier einzubrechen. Nee, Frau? Die Herren sind von der Kriminalpolizei. Ja, ich weiß. Na, was war heute Nacht? Ja. Na, erzählen Sie mal. Ich habe ein Geräusch gehört heute Nacht. Und da bin ich durchs Haus gelaufen und habe gesehen, dass da an der Terrassentür eine Fensterscheibe eingeschlagen war. Kann man sich das mal ansehen? Ja, versuchter Einbruch. Weil nichts gestohlen wurde. Der Mann war im Haus. Können wir uns mal umsehen? Und was sind das für Türen hier? Ja, das ist ein Wäschezimmer, das ist ein Bügelzimmer und das ist ein Schrankzimmer mit meinen Kleidern. Das hat eine Näherin im Haus. Frau Heubel? Frau Heubel? Warst du schon in der Küche? Hast du schon gefrühstückt? Nein, in der Küche war sie noch nicht. Warum ist 10 Uhr? Frau Heubel? Ist was? Ist was passiert? Die Frau ist tot. Tot? Sie ist erwürgt worden. Erwürgt? Kann ich mal telefonieren? Bitte, hier drüben gleich. Kommissar Keller, bitte. Es ist dringend. Chef, Mord im Hause Dönhoff. Kommen Sie doch herein, Herr Kommissar. Danke. Zigarette? Ja, danke schön. Oh, was soll ich sprechen? Der Anschlag galt mir, hm? Sieht so aus, ja. Frau Heubel kam gestern früh. Die kommt alle paar Wochen und bringt meine Wäsche in Ordnung.
Gestern hatte sie so viel zu tun, dass sie am Abend nicht fertig geworden ist. Ich sagte noch, ach, Frau Heubel, was wollen Sie denn jetzt noch nach Hause gehen? Die wohnt in Grevesching. Bleiben Sie doch hier, schlafen Sie doch hier diese Nacht. Er hat ungefähr meine Größe, ungefähr mein Alter und ich gab ihr einen Morgenrock von mir. Den sie jetzt anhat. Jemand wollte mich umbringen. Ja. Jemand, der geglaubt hat, er habe mich vor sich. Ja. Und der nicht erkannt hat, dass ich es nicht war. Der Mörder kam von hinten. Ja, natürlich, sonst hätte er gesehen, dass ich es nicht war. Man sieht es an den Würgemalen. Und die Daumenabdrücke befinden sich auf dem Nacken der Toten. Wer will mich umbringen? Warum? Können Sie sich nicht vorstellen, warum? Nein, das kann ich nicht. Das ist außerhalb meiner Vorstellungskraft. Und doch gibt es jemanden. Es war dunkel und er hat sein Gesicht verborgen. Wie alt war der Mann ungefähr? Das kann ich nicht sagen. Sie wollen es nicht sagen. Es spielt doch zunächst keine Rolle. Also gut, bitte weiter. Sie müssen verstehen, ja, dass... Ja, so gut. Sie wollen es nicht sagen und ich muss es akzeptieren. Er sagte, ich versuche es mal wörtlich zu sagen. Ich wusste nicht, wie entsetzlich das ist. Ich merkte, dass sie keine Luft mehr bekam. Ich sagte mir, lass los, sie erstickt doch. Aber wenn ich losgelassen hätte, hätte sie geschrien. Verdammt nochmal, wann hört denn das endlich auf? Sie muss doch jetzt tot sein. Das war wörtlich. Verdammt nochmal, wann hört das endlich auf? Ja. Sie muss doch jetzt tot sein. Na, bitte warte. Ich fragte ihn, warum haben Sie eine so entsetzliche Tat auf sich genommen? Er sagte, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was soll ich tun? Was soll ich bloß tun? Ich muss Ihnen sagen, Herr Kommissar, ich habe nicht eine Sekunde daran gezweifelt, dass dieser Mensch tatsächlich einen Mord begangen hat. Zumal er den Namen Dönhoff deutlich erwähnte und sogar die Straße nannte. Er kannte die Verhältnisse. Er kannte sich aus. Und dann hat er angerufen. Der Pfarrer. Ja, heute Morgen um 7:30. Fragt ein paar Mal nach meinem Namen und hat dann angehängt. Kannte die Verhältnisse, kannte sich aus. Wer? Und dringt dann nachts in dieses Haus ein? Nein, Frau Dönhoff. Die Scheibe der Tür ist von innen eingedrückt worden. Von innen? Ja, ein vorgetäuschter Einbruch, ziemlich dumm gemacht, aber eins steht fest. Der Mörder kam aus dem Haus. Sind Sie Harald Dönhoff? Dann kommen Sie bitte. Das ist mein Sohn Harald. Ist das Ihr einziger Sohn? Ja. Und wie alt ist er? Ist 19. Geht aber noch in die Schule. Ja und? Frau Dönhoff, Sie sind... Geschieden, ja. Seit 15 Jahren. Aber er hat immer bei mir gewohnt. Unten. Oben? Unten. Gleich gegenüber. Ja, aber wieso sagt er oben? Er wohnte früher oben. Sie waren also gestern Abend im Haus? Ja, ich war im Haus. In Ihrem Zimmer? Ja. Allein? Ja, ich war allein. Was haben Sie gemacht? Das ist doch keine Antwort. Was habe ich gemacht? Musik habe ich gemacht. Irgendwas. Das ist eine Umschreibung fürs Nichtstun.
Ja, ich wollte ihn ja auch nur fragen, ob er Geräusche gehört hat. Schritte, Glasscherben, Klirren. Gar nichts. Nein. Kommen Sie mal bitte. Nein, nein, nur einer. Jakob Heider, jawohl. 46 Jahre alt, unverheiratet und wohne in diesem Haus. Ich nehme an, Sie werden mich befragen wollen, ob ich heute Nacht irgendwas bemerkt habe. Nee, habe ich nicht. Es tut mir leid, dass die arme Frau Häupl einen solchen Tod gefunden hat. Ich kenne sie schon eine ganze Weile. Sie war eine anständige, fleißige Frau. Wie lange sind Sie schon in diesem Hause? 4 Jahre. Haben Sie eine Wohnung oder ein Zimmer? Ein Zimmer gleich hier unten. Ach, Sie vermieten Zimmer, Frau Döner? Oh nein. Jakob Heider ist ein sehr alter Bekannter von mir. Wir gingen in die gleiche Schule. Er kam nach München, besuchte mich und ich bat ihn, hier zu wohnen. Mein Gott, das Haus ist so groß. Zimmer standen alle leer. Was sind Sie vom Beruf, Herr Heider? Ich schreibe Artikel. Ich arbeite wissenschaftlich. Was machen Sie denn da? Ich habe den Auftrag, mich in jedem Zimmer dieses Hauses hier umzusehen. Das ist doch Ihr Zimmer, nicht wahr? Ja. Warum packen Sie das nicht aus? Weil mein Zimmer oben ist, deswegen. Ich will nicht, dass Sie da herumsuchen. Aber ich orientiere mich ja nur. Ich nehme an, Sie wissen, dass der Mordanschlag Ihre Mutter gegolten hat. Ja, ich weiß. Und dass der Mörder nicht von draußen herein, sondern aus dem Haus gekommen ist. Und da beschweren Sie sich, wenn ich mich in den Zimmern hier umsehe? Ich war den ganzen Abend in meinem Zimmer. Allein? Allein, ja. Ich sagte doch, ich arbeite wissenschaftlich. Die Abend- und die Nachtstunden sind die fruchtbarsten. Sie haben also den ganzen Abend Ihr Zimmer nicht verlassen? Nein. Aber Jakob, das stimmt nicht. Entschuldige bitte. Aber um 10:30 habe ich noch an deine Tür geklopft. Du hast dich nicht gemeldet. Um 10:30? Nein, meine ungefähr 10:30. Ich muss. Ich war wahrscheinlich. Was wolltest du denn von mir? Ich wollte etwas mit dir besprechen. Es tut mir leid, dass es nicht in meinem Zimmer war. Wo waren Sie denn? Ab und zu gehe ich ein Stück. Draußen. Ja, um niemanden zu stören. Ich kann ja nicht hier im Haus rumlaufen. Naja, ich verstehe. Besitzen Sie ein Auto? Nein. Motorrad, Fahrrad? Ich besitze ein paar Schuhe. Sie sind also noch mal weggegangen. Wann sind Sie nach Haus gekommen? Irgendwann muss ich wiedergekommen sein. Das weiß ich nicht. Sie besitzen ein paar Schuhe, aber keine Uhr. Danke, das wär's. So, Artikel schreibt dieser Mann. Ja, aber er verkauft sie nicht. Er verdient also kein Geld? Nein. Er lebt hier aufgrund ihrer Großzügigkeit? Ja, so könnte man es sagen. Das ist Herr Wohle, mein Schwager. Der genauer gesagt, der Mann meiner verstorbenen Schwester. Robert, ein paar Fragen. Das ist Polizei. Bitte, meine Herren. Setz dich doch. Bitte schön. Tja, die arme Frau Wölbe, tut mir sehr leid. Wo wohnen Sie, Herr Wohle? Im 1. Stock. Ja, wohnt er ständig hier? Er macht alle meine Steuerangelegenheiten. Herr Wohle, sind Sie gestern Abend in Ihrem Zimmer gewesen? Ich bin immer in meinem Zimmer. Immer? Ja. Ja, wie soll ich das verstehen? Kommen Sie nicht mal runter in den Salon oder in die Halle? Nein. Gut, Sie sind also gestern Abend in Ihrem Zimmer gewesen. Sind Sie früh schlafen gegangen? Ich gehe nie früh schlafen, weil ich kann nicht schlafen. Ja, was machen Sie? Lesen Sie? Nein. Es geht um Folgendes, Herr Wohle. Haben Sie irgendetwas bemerkt, was mit dem Mord an Frau Häupl in Verbindung gebracht werden könnte? Mit dem Mordversuch an meiner Schwägerin, meinen Sie? Ihr galt das doch. Oder irre ich mich? Tja, ich habe nichts gehört. Wie sollte ich auch? Im 1. Stock. Und es ist das letzte Zimmer. Tja, die Frau Häupl ist wohl stumm gestorben. Nehme ich an. Wenn man jemanden den Hals
zudrückt, der kriegt doch keinen Ton mehr raus. Nehme ich an. Also nichts gehört? Sie können keinerlei Aussagen machen? Nein. Herr Wohle, wir danken Ihnen. Bitte sehr. Ich habe selbstverständlich noch einen zweiten Steuerberater. Er ist mit dem Tod meiner Schwester niemals fertig geworden. Ich sorge für ihn. Was soll ich machen? Er verfasst Streitschriften an das Finanzamt und ich schicke sie niemals ab. Stennyford, was ist denn los? Mord bei uns? Ja. Roland. Entschuldige bitte, ich war unterwegs. Ich hörte erst davon, dass ich zufällig im Büro anrief. Das ist Kriminalpolizei. Mhm. Guten Tag. Mein Name ist Sauter. Keller. Ich wohne hier im Haus. Tag. Frau Dönhoff und ich, wir sind befreundet. Und befreundet ist das falsche Wort. Hast du ihn erklärt? Mhm. Eine private Beziehung, sagen wir es so. Was ist denn eigentlich passiert? Kannst du mir mal Feuer geben? Das verwechselt? Mit Frau Heubel, nur weil sie den Morgenrock trug? Herr Kommissar, das setzt doch voraus, dass Sie annehmen, der Mörder hat Frau Dönhoff gekannt. Na, wenigstens halbwegs. Bitte. Ihr müsst also gewusst haben, ja, seinen Hausmantel trägt sie. Er müsste also sehr genau Bescheid gewusst haben. Aber was soll das dann heißen, mit Frau Döner verwechseln? Wie kommen Sie überhaupt auf die Idee? Roland, dass es um mich geht. Ich meine, dass ich gemeint war, das wissen wir von einem Pfarrer. Von einem Pfarrer? Der Mörder hat die Tat gebeichtet, gestern Abend. Den Mord, den er, wie er glaubt, an mir begangen hat. Und der Pfarrer rennt zur Kriminalpolizei? Der Pfarrer rief heute früh hier an. Und ich war am Telefon, verstehst du? Ach so. Ja, aber das ist doch ganz einfach dann. Dann haben wir ihn ja. Soll der Pfarrer sagen, wer es ist? Er weiß es doch. Er sagt, er kennt ihn nicht. Er muss ihn doch gesehen haben. Wo waren Sie denn gestern Abend? Ich hatte eine geschäftliche Besprechung. Wie lange? Wann sind Sie nach Hause gekommen? Warten Sie mal, das... So gegen 12:30. Da kam ich herein und traf auf Lohwald, unseren Hausmeister. Na nun, sagte ich, noch auf, was ist denn los? Und er sagte, bei uns hat jemand versucht, einzubrechen. Würden Sie uns mal zeigen, Herr Sauter, wo Sie wohnen? Ja, gern. Kommen Sie mit. Ich wohne oben. Herr Sauter sprach von einer privaten Beziehung. Ja. Einer weitgehenden? Ja, wir wollten in absehbarer Zeit heiraten. Sie wollten? Herr Kommissar, in unserem Alter legt man sich ungern fest. Das heißt also, Sie haben die Absicht aufgegeben? Ja. Das heißt, ich glaube, er hat die Absicht aufgegeben. Na nun. Die Tür ist ja offen. Wer sind Sie? Was machen Sie denn da? Das ist mein Kollege Heines. Entschuldigen Sie mal, wird hier alles durchsucht? Nein, ich orientiere mich nur über die Lage der Räume aus Gründen, die man Ihnen sicher mitgeteilt hat. Aber ohne meine Erlaubnis dürfen Sie das Zimmer doch gar nicht betreten. Ja, wenn Sie wollen, gehe ich gleich wieder. Ach was. Wo geht denn diese Tür hin? Darf ich? Die muss ich jetzt aufschließen. Ja, bitte. Bitte. Ja, ich lag schon im Bett, aber ich stand noch einmal auf. Ich ging hinunter, um ein paar Abrechnungen durchzusehen und
Kommissar, jemand hat versucht, mich umzubringen. Glauben Sie, dass derjenige seine Absicht aufgegeben hat? Nein. Sie können mir also nicht sagen, was Sie wissen. Keine Beschreibung geben über Stimme und Aussehen. Nein, ich kann nicht. Es ist eine besondere Situation, Herr Pfarrer. Der Mörder hat seine Beichte abgelegt, aber er hat die falsche Person umgebracht. Er weiß es jetzt und so wie wir es wissen. Was wird der Mann tun? Halten Sie, Herr Pfarrer, es für völlig ausgeschlossen, dass der Mörder in der nächsten Nacht, also heute Nacht, seinen Irrtum berichtigt und nun wirklich den Mord begeht an der Person, an der er ihn begehen wollte? Ich weiß es nicht. Nehmen wir an, Frau Dönhoff ist morgen tot. Ermordet. Ich darf mir das nicht vorstellen. Verstehen Sie doch. Ich habe meine Pflicht getan. Ich habe mit dem Mann geredet. Ich habe ihm gesagt, was er tun muss. Als einziges tun kann, um sein Gewissen zu erleichtern. Stellen Sie sich der Polizei, habe ich gesagt. Ich muss abwarten, ob er es tut. Herr Pfarrer, der Mörder würde Sie mitbelasten mit der Verantwortung für den Tod. Das darf keine Rolle spielen. Das Beichtgeheimnis ist unverletzlich. Bitte beantworten Sie mir wenigstens diese Frage. Wenn Sie den Mörder sehen würden, seine Stimme hören, würden Sie ihn wiedererkennen? Ja. Danke. Nochmal weiter. Ich versuche es mal wörtlich zu sagen. Ich wusste nicht, wie entsetzlich das ist. Ich merkte, dass sie keine Luft mehr bekam. Ich sagte mir, lass los, sie erstickt doch. Aber wenn ich losgelassen hätte, hätte sie geschrien. Und ich sagte, verdammt nochmal, wann hört denn das endlich auf? Sie muss doch jetzt tot sein. Das war wörtlich. Verdammt noch. Ja, auf wen passt das? Ich meine, auf wen passt das von den Leuten, die wir kennen? Lass los, sie erstickt doch. Das ist verrückt. Das ist eine Spur Verrücktheit dabei. Verdammt nochmal. Sie muss doch jetzt endlich tot sein. Das ist auch eine gehörige Portion Starrsinn dabei. Die natürlich jeder haben kann. Ja, so gut. Zurück zum Motiv. Frau Dönhoff, was ist das für eine Frau? Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Die Frau lebt seit 15 Jahren allein. Sie ist geschieden. Hat sich ein Immobiliengeschäft aufgebaut, das einen sehr guten Ruf besitzt. Sie ist wohlhabend, um nicht zu sagen reich. Bankauskünfte, Auskünfte von Geschäftspartnern, alles hervorragend. Und übereinstimmt bei all diesen Auskünften Respekt und Bewunderung. Respekt und Bewunderung. Ist auf die Dauer ein bisschen wenig für eine Frau. Und Saute? Ja, den Mann nehme ich mir vor. Harry, Robert, ihr geht jetzt in das Haus zu Frau Dönhoff. Mhm. Die Frau ist natürlich immer noch in Lebensgefahr. Mein Sohn? Er ist mit dem Fahrrad weggefahren. Mit dem Fahrrad? Er nimmt das Fahrrad und ist manchmal den ganzen Tag unterwegs. Wohin? Darüber spricht er nicht. Warum sieht das hier so aus? Er hat nicht ausgepackt. Warum hat er nicht ausgepackt? Ich weiß nicht, nee, Frau. Was stehst du denn da?
Hast du Angst jetzt? Du hast Angst. Was? Warum laufen Sie mir nach? Warum tun Sie das? Die Polizisten sind wieder da. Herr Kommissar! Ach, das ist auch schon. Ja. Gibt's was Neues? Nein, leider nicht. Das läuft alles nicht so, wie es laufen sollte. Der Pfarrer hat also nicht geholfen. Ach, der schweigt wie ein Grab. Tja, hat eben seine Vorschriften. Das Dorf ist übrigens gar nicht so weit entfernt. 1000 Meter. Man sieht die Kirche von hier aus. Ah ja. Ich war seit Jahren nicht in einer Kirche. Auch nicht in der. Obwohl sie hier ganz hübsch sein soll. Wollen Sie was trinken? Nein, nein, danke. Ist ein hübscher Besitz, den Sie hier haben. Ja, es geht. Rentieren sich eigentlich Reitschulen? Nein. Aber es ist eine Art von Leben, die mir gefällt. Wir haben uns übrigens erkundigt. Bitte vielmals um Verzeihung, aber wir hielten es für unsere Pflicht. Sie hatten ziemliche Schulden. Na, Schulden hat doch jeder. Ja, aber nicht so viel. Das ist immer relativ. Wie viel Schulden hatte ich denn? Naja, Sie hatten... Oh, ich habe Ihnen das aufgeschrieben. Warten Sie. Ach, ja. Das waren 400.000 Mark, die mit einem Schlag bezahlt wurden von Frau Dönhoff. Ja. Sie ist eine großartige Frau. Ich war ja sehr dankbar dafür. Warum erwähnen Sie diesen rein privaten, geschäftlichen Vorgang? Es kommt mir darauf an, zu wissen, wie jeder, der im Haus von Frau Dönhoff wohnt, also wie er zu der Frau steht. Wie stehen Sie zum Beispiel? Das ist eine ehrliche, berechtigte Frage. Ich beantworte sie glänzend. Aber aus der Heirat, die besprochen war und die ja gewiss einen Einfluss hatte, einen großen Einfluss hatte, auf den eben erwähnten privaten, geschäftlichen Vorgang. Daraus wird nichts. Warum nicht? Hola. Tu sais que je fais l'enfer. Qu'est-ce que tu penses de cela? Entschuldige, Christa, du störst im Moment. Aber durchaus nicht. Meine Frage ist damit beantwortet. Wer ist denn die reizende junge Dame? Fräulein Christa Tulin. Darf ich vorstellen, Kriminalkommissar Keller. Kriminalpolizei? Mhm. Ja, es ist leider ein Nachteil unseres Berufes, dass so viele Leute erschrecken. Selbst die, bei denen man es gar nicht erwartet und bei denen man es auch gar nicht gerne sieht. Ich habe Sie übrigens bewundert. Sie sind eine ausgezeichnete Reiterin. Merci, Monsieur. Ich reite noch nicht so lange. Ich verdanke alles ihm. Wer ist da? Ich wollte dich fragen, Maria, ob du mich benötigst? Nein, ich benötige dich nicht. Irrtum, Maria. Nichts wie Irrtümer, die du begehst. Aber Sie müssen doch wissen, wo Harald Dönhoff ist. Kommt er denn mittags nie nach Hause? Wo ist er denn? Schule hat er doch keine. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich wundere mich auch. Was ist überhaupt los mit dem Jungen? Warum ist das Zimmer nicht eingerichtet? Er hatte früher sein Zimmer oben, neben seiner Mutter. Da wurde er nun rausgeworfen. Von einem Tag auf den anderen musste er seine 7 Sachen packen. Runterziehen, hier. Weil Sauter oben einzog, der Liebhaber. Ist der Junge denn so empfindlich, sensibel? Er hängt sehr an seiner Mutter, ja? Liebt er sie, hasst er sie. Wissen Sie, da kommt so keiner richtig dahinter. Und seit 3 Monaten lebt er so. Hm. Das ist doch reiner Protest. Was sagt seine Mutter dazu? Sie war heute zum ersten Mal in diesem Zimmer. Nach 3 Monaten? Hm. Ich
gibt's was Neues? Ja, der junge Dönhoff ist seit heute Morgen verschwunden. Den haben wir eben gerade auf der Straße überholt. Der schiebt sein Fahrrad. Und neben ihm ging ein Mann. Habt ihr angehalten? Ja. Der Mann neben ihm war sein Vater. Was? Sein Vater? Ihr geschiedener Mann, ja. Und Harald bringt ihn hierher? Wozu? Warum? Kommen Sie, Herr Kommissar. Ich wusste nicht, dass mein Sohn, dass der überhaupt Verbindungen hat zu meinem Mann, also meinem geschiedenen Mann. Haben Sie eine solche Verbindung? Nein, seit Jahren nicht mehr, obwohl er wohnt ja nicht weit von hier. Er hat niemals vergessen können, dass wir mal miteinander verheiratet waren. Völlig unsicherer Mensch. Ohne Erfolg im Leben, im Beruf. Er war Kunstmaler. Heute lebt er von Schmiedearbeiten, die auch nichts Besonderes sind. Ab und zu habe ich ihn unterstützt, möglichst ohne, dass er erfuhr, dass ich es war. Hallo, Mama. Ist das jemand draußen, Mama? Es wird eine Überraschung für dich sein. Nein, es ist dein Vater. Ja. Darf er nicht kommen? Nicht jetzt? In solch einer Situation nicht? Das ist doch eine ganz besondere Situation, Mama. Ich habe ihm gesagt, du musst jetzt kommen. Sie ist doch mal deine Frau gewesen, die man jetzt, die irgendjemand jetzt... Es ist doch nicht so, Mama, dass ihr überhaupt nichts mehr miteinander zu tun habt. Deswegen bin ich hingefahren, habe ihm gesagt, komm her, lass dich wenigstens sehen. Sieh sie an, dass du erschrocken bist. Ich bin hingefahren, habe ihm alles erzählt heute Morgen. Er war wirklich erschrocken, Mama. Was suchst du hier? Es war völlig überflüssig, hierher zu kommen. Ich bin nicht deinetwegen hier. Ich bin hier, weil... Weil ich ihn geholt habe. Er ist hier, weil ich ihn geholt habe. Ich wollte nicht herkommen, aber der Junge ließ mir keine Ruhe und ich hatte Angst um ihn. Auch um dich. Es ist eine merkwürdige Situation, ich weiß, aber... Harald meinte, es könnte vielleicht nützlich sein, wenn ich vorbeikäme und... Ich habe dich nicht gerufen. Ich möchte, dass du gehst. Warum soll er gehen und nicht dieser Mann? Was ist denn los hier? Was wollen Sie denn hier? Kennen Sie ihn? Von Fotos, ja. Was will er? Ich habe ihn hergebracht. Und er hat mehr Recht, hier zu sein als Sie. Denn er ist mein Vater. Ich wollte nicht herkommen. Jede Aufregung darüber ist sinnlos. Was soll ich hier? Herr Pfarrer, darf ich fragen, zu wem Sie wollen? Wollen Sie zu mir? Nein, nein. Oder zu Frau Dönhoff? Nein, nein, ich wollte nicht. Ich weiß, was Sie bedrückt. Das Beichtgeheimnis. Sie wollen dem Mörder zu verstehen geben, dass Sie es nicht verletzt haben und auch nicht verletzen werden. Sie werden mich vielleicht nie verstehen. Doch, ich verstehe Sie. Bitte kommen Sie herein. Alle bitte. Also, Herr Pfarrer, Sie kennen den Mörder. Er ist hier im Raum. Sagen Sie ihm, was Sie wollen. Ich habe nichts weiter zu sagen. Nur, er möge sich der Worte erinnern, die ich ihm gestern Nacht gesagt habe. Dass es nur einen Weg gibt, sein Gewissen zu erleichtern. Er möge ihn gehen. Sie können nicht einfach weggehen. Das ist einer von denen in meinem Haus. Wer ist es? Frau Dönhoff, ich darf... Ich kann nicht. Ich habe Angst. Es ist Ihre Pflicht, mir zu helfen, nicht einem Verbrecher. Dieser Verbrecher hat Gott angerufen. So, und ich tue das nicht? Frau Dönhoff, ich glaube, dass der, dem meine Worte gegolten haben, mich verstanden hat. Und wer nicht? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Hat er dir helfen können?
Wer kennt den Mörder? Du hast Angst, was, dass sich dieser Mordanschlag wiederholt. Eine unglaubliche Situation. Der Pfarrer kennt den Mörder und geht da seelenruhig seines Wegs. Oder hat er was gesagt? Ich meine, irgendetwas angedeutet? Herr Kommissar? Ja, bitte. Ich möchte gern gehen. Ja, von mir aus. Wo wohnen Sie? Drüben in Pullach, an der Isar. Bring mich hinaus, Jakob. Nein, nicht da. Ich will ihr nicht begegnen. Tja, es kann doch wohl kein Zweifel bestehen. Der Pfarrer hat mit dem Mörder gesprochen. Was willst du eigentlich von mir? Halt den Mund. Ja, ich halte ihn schon. Wenn du es willst, Maria, dein Wille geschehe, wie immer in diesem Hause. Aber es ist schade. Wie immer machst du von mir und meinen Fähigkeiten keinen Gebrauch. Wo ist der Kommissar? Da gibt es eine Anweisung. Endlich. Endlich tut er was. Was haben Sie für Anweisungen bekommen? Bei Ihnen zu bleiben. Ist ja nicht sehr viel. Ja, wir sind ein ganz erhebliches Stück weitergekommen. So, sind Sie. Ja. Wir wissen, dass der Mörder sich unter den Personen befindet, die noch soeben in der Halle waren. Na und? Es wird nicht mehr lange dauern, bis wir ihn haben. Das tröstet mich nicht. Ich habe Angst. Verstehen Sie? Ich habe Angst vor heute Nacht. Ununterbrochen stelle ich mir jeden Einzelnen vor und frage mich, ist es der oder der? Das ist nur natürlich, Frau Dönhoff. Wem missfalle ich eigentlich? Auf eine so ungeheuerliche Weise. Warum? Ich habe gearbeitet, mein ganzes Leben lang. Das war nicht immer leicht. Wahrscheinlich verliert man dabei an Charme, an, wie soll man das nennen, weiblichem Nachgiebigkeitsbedürfnis. Entschuldigen Sie, dass ich so viel rede. Ich suche eine Erklärung. Wenn es die abwegigste ist. Ich will das Abwegigste nicht ausschließen. Würde es Ihnen was ausmachen, meinen Sohn zu rufen? Gerne. Ja, das hörte sich so an. Harry, alles, was gesagt wird oder nicht gesagt wird, das ist wahnsinnig wichtig. Wollen Sie denn heute überhaupt nichts essen? Ich habe gedeckt. Nein. Nein, danke, ich kann nicht. Danke. Steht alles bereit? Wo finde ich Sie denn, falls irgendwas los ist? Ich bin oben. Harry, ist dir auch so unheimlich? Angst ist ansteckend. Wem sagst du das? Karl, komm. Komm, setz dich zu mir. Sieh mich an. Du sollst mich ansehen. Ich habe mich lange nicht um dich gekümmert, ich weiß es. Und jetzt zwingt mich die Situation, über jeden Einzelnen in meinem Haus nachzudenken. Auch über dich. Auch über mich? Ich frage mich, ich muss mich ja fragen, wie gut kenne ich eigentlich jeden? Und ich habe mich gefragt, wie gut kenne ich meinen Sohn? Und?
Ich kenne dich nicht mehr sehr gut. Das gebe ich zu. Aber das sehe ich, dass in dir etwas ganz Entsetzliches vorgeht. Du hast recht, Mama. Du hast vollkommen recht. Aber es ist etwas, was nicht mehr zu reparieren ist. Nie mehr. Was wollen Sie denn machen, Herr Kommissar? Übernachten? Totaler Polizeischutz, was? Haben Sie Hunde draußen? Liegen Ihre Leute mit Feldstechern im Busch? Ja, das ist eine hübsche Idee, aber es ist leider nicht der Fall. Sagen Sie mal, rechnen Sie etwa damit, dass der Mordanschlag sich wiederholt? Man kann nie wissen. Gestatten Sie. Na bitte. Frau Dönhoff ist sehr nervös. Sie hat natürlich Anspruch auf Beruhigung. Ja, sie ist nervös. Passt eigentlich gar nicht zu ihr. Sie ist nämlich eigentlich ein sehr herber Typ. Eine anziehende Frau, selbstverständlich. Aber wie sagt man? Geprägt von jahrelanger Selbstständigkeit. Ah, Sie versuchen jetzt mir zu erzählen, wieso Ihre Geschichte auseinanderging. Ja. Und warum gingen Sie auseinander? Ich meine, Sie hatten doch keinen Streit, ne? Wir sind vernünftige Leute, Herr Kommissar. Ja. Ist deine Frau, die liebt, vernünftig? Maria Dönhoff, ja. Sie ist oft sehr bewundernswert, aber man will ja nicht nur bewundern. Nein, nein, man will lieben. Sie ist übrigens eine reizende junge Dame, die ich da kennengelernt habe in ihrer Reitschule. Ist sie vermögend? Na, vielleicht mal, wenn ihre Eltern sterben. Aber die sind selbst noch ziemlich jung und gesund. Ja, ist natürlich ein Jammer. Ach, wann ziehen Sie eigentlich aus? Nächste Woche. Na, dann kann doch der junge Dönhoff wieder das Zimmer beziehen. Jawohl, das kann er. Ja. Haben Sie noch mehr Fragen? Nein, nein, ich möchte Sie ja nicht nervös machen. Danke. Herr Kommissar, ich möchte Ihnen etwas sagen, aber nicht da. Bitte kommen Sie. Ich tauge nicht, sagt meine Schwägerin. Ich mache für Sie die Steuersachen, aber ich weiß, sie schickt sie nicht ab. Wofür sie mich eigentlich hält, weiß ich nicht. Aber eines weiß ich. Die 400.000 hat der Sauter ohne Vertrag bekommen. Und woher wissen Sie das? Die wollten doch heiraten. Ich sagte, mach einen Vertrag. Sie sagte, nein, du musst einen Vertrag machen, sagte ich. Aber sie sagte, lass mich doch in Ruhe. Und jetzt fordert sie das Geld zurück, worüber kein Vertrag existiert. Was wollen Sie damit sagen? Ich will sagen, wenn sie stirbt, kann kein Mensch der Welt die 400.000 von ihm zurückbekommen. Das Motiv, Herr Kommissar, das ist Motiv. Möchtest du rauchen? Nein, danke. Was trinken? Nein, ich will nichts. Ich frage mich, warum du mich sprechen willst. Bin ich auch einer von denen, denen du misstraust? Glaubst du, ich habe versucht, dir den Hals umzudrehen? Wäre doch falsch von mir, meine Wohltäterin umzubringen. Ich lebe hier auf deine Kosten, wohne umsonst, schlafe umsonst. Was soll ich denn machen ohne dich? Aber ich habe dich das doch nie fühlen lassen. Immer. Und ich muss sagen, ich sehe dich sehr gerne in dieser Situation. Jakob! Ich weiß nicht mehr, was ich denke. Was ich tun soll, Herr Kruse. Was ist das für Musik? Die kommt aus dem Zimmer von Herrn Sauter. So laut? Ja. Ich mag nicht schlafen zu gehen. Das sollen Sie auch gar nicht. Kommen Sie. Ich sage Ihnen jetzt, was Sie tun sollen. Bitte.
wahr. Herr Sauter, Sie sind festgenommen. Keine Bewegung, oder Ihr Kommissar stirbt. Lass nur, Harry. Herr Sauter ist viel zu intelligent, um nicht zu wissen, dass es aus ist. Du. Ein Mörder. Reg dich nicht so auf. Jetzt kriegst du ja deine 400.000 Mark zurück. Du wolltest mich töten, zu. So wie du die Frau Häubel getötet hast. Nein, Frau Dulnow, das hat er nicht getan. Nein? Der Mann, der seine Beichte abgelegt hat, war ein heulendes Unglück. Ich glaube, das kann man von Herrn Sauter nicht behaupten. Seine Intelligenz und seine Skrupellosigkeit haben ihn nur auf die Idee gebracht, einen Mord und einen Mörder auszunutzen. Ich habe Sie erwartet. Ich löse jetzt den Riegel der Jalousie. Ich überlasse es Ihnen, die Jalousien zu öffnen. Denn im Zimmer hier sind Beamte der Polizei. Haben Sie mich gehört? Ja. Es ist Ihre Entscheidung. Ja, ich habe versucht, meine Frau umzubringen. Ich konnte es nicht mehr ertragen, wie sie meinen Jungen behandelte. Ihren eigenen Sohn. Sein Zimmer musste er räumen, um für ihren Freund Platz zu machen. Sie hat ihn hinausgeworfen, so wie sie mich hinausgeworfen hat. Ich hatte meinen Sohn besucht. Heimlich. Wie immer, wenn ich ihn besuchte, weil sie es ja nicht wissen durfte, dass ich im Haus war. Und als ich dann hinausging, da plötzlich sah ich sie gehen und habe ich es getan. Harald wollte mir helfen. Er war es, der die Scheibe einschlug, aber man kann uns nicht helfen. Wir haben uns verlaufen. Hier ist doch alles sumpfig. Aber da ist doch ein Weg. Ach, Weg. Weißt du, was hier Wege sind, was nicht? Komm, bleib hier. Ich sag dir, wir kehren um. Aber hier geht's weiter. Ich seh's doch. Ja, aber das federt doch alles. Du komm doch mal hier. Was ist denn? Da liegt doch was. Was ist denn das? Wo denn? Ja, da. Das sieht wie eine Hand aus. Hand? Gib mir doch mal einen Stock. Da drüben liegt einer. Tatsächlich.
Sie Telefon! Kann man bei Ihnen die Polizei anrufen? Da liegt eine Frau im Moor. Was? Eine Tote. Wir haben eine Tote gefunden. Sie, wo? Sie liegt dort drüben. Auf dem Bauch im Wasser. Wir haben nur die Hand gesehen. Nein, nein, ich habe kein Telefon. Aber warten Sie, ich hole meinen Wagen. Langsam, nicht so schnell. Wieder ein bisschen lang. Aber vorsichtig. Seien Sie vorsichtig, Chef. Hier können Sie jeden Moment... Ja, vielen Dank für die Warnung. Einsinken. Es war ziemlich schwer, die Frau rauszuholen. Die liegt ja sicher schon seit Wochen drin. Oh, die Taschen. Man hat ja offensichtlich den Schädel eingeschlagen. Das ist ein Tuch. Danke. Es wird ziemlich schwer sein, die Tote zu identifizieren. Wie ich höre, Herr Kommissar, soll es sich tatsächlich um Mord handeln? Ja, es sieht so aus. Sie ist völlig entstellt. Dr. Strobel, ich habe die Polizei angerufen. Ein Unfall ist doch kaum denkbar. Hier stehen überall Schilder herum und warnen die Fußgänger. Kann ich die Tote einmal sehen? Ich bin Arzt. Ich habe eine Klinik in München. Das hier ist mein Wochenendhaus. Ja, ja, bitte. Ja, sieht nach Schädelbruch aus. Kein Zweifel, die Frau wurde erschlagen. Wollen Sie gleich weiterfahren oder darf ich Sie zu mir hereinbitten? Ja, auf einen Moment gerne. Den nehmen Sie am besten mit ins Labor. Ja, vielleicht können die noch was entziffern. Chefarzt? Und Sonntagsimker, der Mann ist zu beneiden. So, bitteschön. Dankeschön. Danke. Oh, das sieht aber sehr hübsch aus hier. Ja, gefällt es Ihnen? Ja. Ich bin fast jedes Wochenende hier. Und Sie beschäftigen sich mit Bienenzucht? Ja, das ist meine Liebhaberei. Wollen Sie etwas trinken? Vielleicht einen Schnaps? Ja, ich glaube, das können wir gebrauchen. Ja, danke, ich nehme auch. Dann nehmen Sie doch Platz. Ja, ja, so ein Anblick geht an die Nerven. Selbst mir noch. Immer wieder. Sie haben recht. Man gewöhnt sich ja nicht nie ganz daran. Glauben Sie, dass Sie herausfinden können, um wen es sich handelt? Wir haben die Handtasche der Toten gefunden mit sämtlichen Papieren drin. Na ja? Allerdings natürlich völlig unleserlich. Ja, das ist kein sehr angenehmer Gedanke, dass keine 200 Meter von diesem Haus entfernt ein Mord geschehen sein soll. Ist das Haus das einzige in dieser Gegend? Danke. Ja, es gibt noch ein Gasthaus, etwa einen Kilometer entfernt. Aber sonst ist es schon sehr, sehr einsam hier. Spaziergänger? Wanderer? Selten, sehr selten. Sagen Sie, Herr Dr. Strobel, erinnern Sie sich an irgendetwas, was jetzt in diesem Zusammenhang vielleicht wichtig sein könnte? Ein fremdes Auto zum Beispiel. Ach, Sie meinen... Ja, es könnte ja sein, dass der Mord tatsächlich an anderer Stelle verübt worden ist. Ach, und dass man die Leiche nur hierher gebracht hat? Mhm. Ja, da ist mir eigentlich nichts aufgefallen. Ein fremdes Auto? Nein, nicht, dass ich wüsste. Aber, wie gesagt... Naja, Sie sind nur am Wochenende hier. Ja. Robert spricht gerade mit dem Wirt. Er ist ganz erschrocken, dass hier ein Mord passiert sein soll. Wir haben ja schwer genug zu kämpfen. Ich erzähle überall rum, wie schön das hier ist und wie man sich hier erholen kann. Schöne Spazierwege, kein Lärm, absoluter Frieden. Jetzt kommen Sie und finden einen Toten. Es gibt genug Leute, die sagen, die Gegend hier ist unheimlich. Wir brauchen Gäste. Wenn die nicht mehr kommen, können wir gleich zumachen. Naja, das verstehe ich ja. Aber immerhin ist ein Mensch umgebracht worden. Oder sollen wir uns nicht darum kümmern, nur weil Sie fürchten, dass dann weniger Gäste herkommen? Also war das nicht gemeint. Oh, ein Mord. Ein Mord in dieser Gegend. Das macht mir das ganze Geschäft kaputt. Haben Sie in der letzten Zeit hier Verdächtige... Ist da jemand umgekommen? Im Moor? Alle Fragen kann ich nur mit Nein beantworten. Nein, nichts. Kein Auto, kein Gast, der hier zu Schaden gekommen ist.
Chef, das ist Frau Steger, ein Pensionsgast. Und sie sagt... Du, entschuldige. Ich denke, Sie haben im Moment keine Gäste. Ja, bis auf Frau Steger. Also haben Sie doch nicht die Wahrheit gesagt. Die Wahrheit, die Wahrheit. Frau Steger hilft manchmal in der Küche beim Bedienen und... Was? Sie gehört mir zum Haus, als dass sie... Bezahle ich oder bezahle ich nicht? Ja, ja, sie bezahlt 20 Mark die Woche. Ist das nicht genug? Von solchen Pensionsgästen kann ich nicht leben. Aber sie hat gesagt, sie hat vor ein paar Wochen nachts Schreie gehört. Todesschreie von einer Frau. Und sie sagt, sie hätte es Ihnen auch gesagt. Todesschreie. Ja, die hat sie gehört, sagt sie. Aber wissen Sie, was sie wahrscheinlich gehört hat? Eine Sendung im Radio. Es war keine Sendung im Radio. Eine Frau schrie, nein, nein, bitte tu's nicht. Bitte lass mich leben. Auf die Entfernung wollen Sie das gehört haben? Ja, ich habe es gehört. Wann war denn das? Ich war allein im Haus, Herr und Frau Hessler waren in München. Es war gegen 10 Uhr abends. Da hörte ich die Schreie. Können Sie sich an das Datum erinnern? Das ist doch Unsinn. Das ist doch alles Unsinn. Wann waren Sie in München? Das weiß ich nicht. Wir sind öfter in München. Und Sie haben Worte gehört, ganze Sätze? Lass mich leben! Bring mich nicht um! Steger! Schrie sie. Menschenskind! Ruhig, du! Ich bin auf den Balkon gegangen. Da kann ich das mal sehen. Ja. Der Frau kann man doch kein Wort glauben. Wie spinnt die Steger? Die hört alle Augenblicke Stimmen und Schreien. Ist ja nicht ruhig nachts hier draußen. Haben Sie mal Käuzchen schreien hören? Gibt's hier welche? Na und ob. Trinken Sie auch einen? Ja, gern. Danke. Aus welcher Richtung kamen denn die Schreie? Aus dieser Richtung kamen die Schreie. Und um wie viel Uhr war das? Hab ich doch schon gesagt. Gegen 10 Uhr abends. Etwas später kam Herr Hessler aus München. Ja, jetzt weiß ich. Die Mutter von Frau Hessler hatte Geburtstag und da war er gewesen, hat er gesagt. Ah. Wann hatte denn Ihre Schwiegermutter Geburtstag? Am 12. September. Hier ist der Laborbericht, Chef. Ja, haben Sie denn nun endlich den Namen der Toten rausgefunden? Ja, Maria Kaiser, Sekretärin. Fräulein Kaiser war sehr lange bei mir. Eine erstklassige, wirklich erstklassige Kraft, sehr tüchtig. Seit September ist sie nicht mehr bei uns. Sie hat gekündigt? Ja, ich konnte sie nicht halten. Ich bot ihr an, zu besseren Bedingungen, noch besser, als sie ohne dies hatte. Aber es war nichts zu machen. Seit 1. September ist sie nicht mehr bei uns. Sie wollte auswandern, nach Kanada. Nach Kanada? Fräulein Jahn, eine Frage bitte. Fräulein Jahn hat das letzte halbe Jahr mit Fräulein Kaiser zusammengearbeitet. Wissen Sie eigentlich, warum Fräulein Kaiser nach Kanada wollte? Nein. Haben Sie nie darüber mit ihr gesprochen? Ich habe sie gefragt, aber sie wollte es mir nicht sagen. Aha. Haben Sie ein Foto von ihr? Ja, auf ihrem Werksausweis. Ja? Verzeihung. Den hat sie ja abgegeben. Oh. Walter, ja? Maria Kaiser, Sekretärin, 32 Jahre alt, verdient gut, um nicht zu sagen sehr gut. Sie hatte über 23.000 Mark auf dem Konto. Sie kündigt ohne erkennbaren Grund ihre Stellung, ihre Wohnung. Sie löst ihr Konto auf, hebt alles Geld ab, verkauft die Möbel und verschwindet. Sie verschwindet am 12. September. Aber nicht nach Kanada. Sondern im Moor. Ist das die Tote? Ja. Kenn ich nicht. Wir wissen inzwischen, wer es ist. Die Frau ist Maria Kaiser, eine Sekretärin aus München. Hab ich nie gesehen. Kommen Sie rein, trinken Sie was. Meine Waschmaschine gibt's hier. Waschen muss ich selber, aufhängen muss ich selber. Schaut sich mal um, wie es hier aussieht. Erstklassiges Ausflugslokal, darauf bin ich reingefallen. Wollen Sie nicht Ihren Mantel ausziehen? Eine Goldgrube könnte das werden, sagt er. Mistlokal ist das. Würden Sie hierher kommen? Ja, ich kannte das hier nicht. Na, jetzt kennen Sie es. Na, also so schlimm ist das auch nicht. Ach, was, Sie sind bloß höflich. Danke. Mir können Sie ruhig die Wahrheit sagen. Es ist ein Mistlokal. Eine Gegend, die sich keiner ansieht. Zumindest nicht freiwillig. Soll ich mal sehen, ob ich schicke Musik finde? Die Platten sind 100 Jahre alt. Leute, die zu uns kommen, wollen moderne Musik nicht hören, sagt er.
Wer sagt das? Mein Mann sagt es. Gefällt Ihnen die Musik? Sehr dufte. Sagen Sie, ist die Frau Steger nicht da? Wollen Sie denn von der Steger? Bringen Sie einen Schnaps nicht? Doktor? Steger ist in der Waschküche. Steger! Können Sie verstehen, dass jemand diese Musik nicht mag? Ich werde wahnsinnig dabei. Darf ich Ihnen mal ein Foto zeigen, Frau Steger? Kennen Sie vielleicht diese Frau hier? Die hier? Ja, ja, die kenne ich. Was, die kennen Sie? Ja, die war mal hier. Da am Tisch hat sie gesessen. Es war ein Sonntag. Haben Sie gehört, was Frau Steger gesagt hat? Ja. Ist das die? Die Tote, ja. Wann war sie hier? Im August war das. Ein Sonntag im August. War sie allein hier? Sie war allein hier. Sie saß ungefähr 2 Stunden, dann fragte sie, ob sie den Wirt sprechen könnte. Den Wirt? Ja. Ja, hat sie denn gesprochen? Ja, ich habe ihn ja geholt. Er ging und sprach mit dieser Frau. Ja, wissen Sie, was sie wollte? Nein, sie ging dann raus auf den Hof. Ja, warum ging er mit ihr raus? Ja, ich habe doch gesagt, weiß ich nicht. Ich habe zu tun hier, wissen Sie. Ich muss ja bedienen, den Hund füttern, die Hühner, die Katze. Ich muss ja ständig laufen. Und abends falle ich todmüde ins Bett, in das Bett, für das ich 20 Mark bezahlen muss. 20 die Woche. Kann ich jetzt gehen? Ich habe noch zu tun. Und Sie erinnern sich nicht an diese Frau? Glauben Sie, ich sehe mir die Gäste an, die hierher kommen? Kann sein, dass die Frau hier war. Kann sein, dass sich die Steger alles aus den Fingern sagt. Halt, gehen Sie doch nicht weiter, da ist Sumpf. Kommen Sie hier rechts rüber. Sie kennen sich aber gut aus hier. Ja, es geht. Ah, Sie sind schon ein Experte. Ja, ich habe Ihnen ja gesagt, ich habe die Schilder hier aufgestellt. Die Gäste wollen hier spazieren gehen. Moor ist ja sehr gesund. Ich weiß hier Bescheid. Und das ist das Loch, in dem die Tote gefunden wurde. Ja. Und bis hierher kann man mit dem Wagen fahren. Tja, die Frage ist nur, ob er die Tote hierher gefahren hat. Ja, oder ob er sie hier umgebracht hat. Der Gasthof ist 2 Minuten von hier. Glauben Sie, wenn hier jemand umgebracht wird, dass man die Schreie im Gasthof hört? Das weiß ich nicht. Aber wir können es ja mal ausprobieren. Wollen Sie hier jemand schreien lassen nachts? Warum denn nicht? Ja, also wenn ein Wagen hierher gefahren ist, dann hätte er an Ihrem Gasthaus vorbei müssen und am Haus von Dr. Strobel. Wüsste nicht wie. Er müsste sich schon sehr gut auskennen hier in der Gegend. Nein, einen anderen Weg, den kenne ich nicht. Ist Dr. Strobel da? Das ist nicht Dr. Strobel, sein Sohn ist da. Hallo, Hessler. Was ist denn los? Ich bin vorbeigefahren bei euch. Polizei? Ja, Kriminalpolizei. Strobel. Schon gehört, ein Mord hier. In unserer schönen Gegend, passt gar nicht hierher. Ist Ihr Vater auch hier? Nein, der kommt nur zum Wochenende. Der operiert entweder oder er hält Vorträge in Amerika. Wo ist denn das gewesen, Hessler, in der Nähe? Ah, da hinten, ungefähr 200 Meter von hier. Eine Frau? Ja. Sind Sie öfter hier? Naja, so oft nicht. Ich habe kein Verhältnis zu Bienen. Ich kaufe mir den Honig lieber. Nein, ich komme nur hierher, wenn ich mal einen Tag lang verschwinden will. Nach einer schweren Sauferei oder wenn ich kein Telefon hören kann für 24 Stunden, aber sonst, nee. Sind Sie auch Arzt? Nein, ich bin Kaufmann. Arzt habe ich gar nicht erst angefangen. Besser als mein Vater gibt es nicht, sagt er. Wenn Sie mich fragen, sage ich auch. Herr Strobel, waren Sie zufällig am 12. September hier? Wieso kommen Sie auf den 12. September? Da wurde die Frau umgebracht. Ja, wieso? Haben Sie sie schon identifiziert? Ja. Und, wer ist es? Eine gewisse Maria Kaiser aus München. Der Name sagt mir nichts. Darf ich Sie fragen, was Sie hier draußen wollten? Mein Vater hat mich angerufen. Er hat gesagt, was passiert ist. Er meinte, ich soll mal nachschauen, ob das Haus noch sicher ist. Sonst will er die Bücher wegholen. Manchmal ist er wirklich ein bisschen weltfremd. Er könnte Gitter anbringen. Aber einbrechen und Frauen ermorden sind doch völlig verschiedene Dinge, oder? Und er hat Angst um seine Bücher. Wiedersehen. Was ist das für ein Mann? Ja, das sehen Sie doch. Sportwagen. Er ist ganz selten hier, dem gefällt's hier nicht. Auch sein Vater gefällt ihm nicht. Ja, aber umgekehrt ist das nicht viel besser. Ja,
Ich hätte eine Frage an Sie, Herr Hessler. Die Tote war hier im Lokal, Erich, sagt die Steger. Was? Ja, sagt die Frau Steger. Sie hat sich auf diesem Foto erkannt. Ist das die Tote? Ja, das ist die Tote. Und die soll mal hier gewesen sein? Erinnern Sie sich nicht? Irgendwann im August, an einem Sonntag, die Frau Steger hat sie bedient. Ja, und sie sagt, dass diese Frau Sie, Herr Hessler, hat sprechen wollen. Mich? Ja, Sie. Und beide Sie und diese Frau seien dann hinausgegangen. Darf ich das Bild nochmal sehen? Nee. Nicht, dass ich wüsste. Die Kaiser, wie sie war? Hm? Komisch. Wieso komisch? Ich weiß auch nicht, irgendwie. Unser Lagerverwalter sagt, die Kaiser ist komisch, weil sie keinen Mann mitgekriegt hat. Naja, das ist ja auch merkwürdig, denn sie war ja eine ganz hübsche Person. Ne? Hübsch? Ja. Die Kaiser? Also, nein, das war sie nun nicht. Ich sagte, ziehen Sie sich doch mal richtig an. Und dann fragte sie mich, würden Sie mal mitgehen? Mitgehen? Wohin mitgehen? In ein Geschäft einkaufen. Und das sind wir dann auch. Für 2000 Mark hat die eingekauft. Ja. Ich musste nur sagen, was steht Ihnen aber, Fräulein Kaiser? Dann hat sie gleich gesagt, das nehme ich. Der Chef hat vielleicht gelacht. Ach, Sie haben es ihm erzählt? Sah doch, wie sie aussah plötzlich. Was ist denn mit der Kaiser los, hat er gefragt. Und dann wollte er alles genau wissen, wie ich mit ihr los bin, Kleider aussuchen, Unterwäsche und überhaupt alles. Dann hat er gesagt, wie sieht denn die Kaiser aus, so? Was meinte er damit? Na, wenn sie nichts anhat, meint er. Na, die hat eine ganz gute Figur, habe ich gesagt. Das wollte er gar nicht glauben. Und dann ist er mal mit ihr ausgegangen. Ausgegangen? Nachgesehen hat er, ob es stimmt. Warum sollte ich nicht mal mit dir ausgehen? Tüchtige Person war hier doch gewissermaßen mal schuldig. Kleines Abendessen, Flasche Shampoos. Nähere Beziehungen? Herr Kommissar, die Kaiser. Na, hören Sie. Also gut. Die Kaiser wollte immer gern nähere Beziehungen, egal zu wem. Aber als Mensch war sie zu kompliziert, zu gescheit in mancher Hinsicht, zu tüchtig, wenn ich so sagen kann. Sie hatten also kein Verhältnis mit ihr? Ein was? Aber Herr Kommissar, ich bitte Sie. Ja oder nein? Also, ich habe im Anschluss an ein Abendessen, und weil sie mir leid tat, aber ganz unverbindlich, wissen Sie, hat da jemand was zu Ihnen gesagt? Nein, nein, nein. Sie bot sich ja förmlich an. Wissen Sie, dass sie Lokale besucht hat, nur um Bekanntschaften zu machen? Was für Lokale? Das ist ein Lokal, wo die Damen die Herren auffordern zum Tanzen. Die kleine Jan hat mir mal davon erzählt. So sah es aus mit der Kaiser. Walter, du Hessler fährt gerade weg. Ja? Hessler ist weg, ja? Woher wissen Sie das? Weil sie die Musik spielt. Dann können Sie sicher sein, dann ist er nicht da. Fährt es sonst nicht so spät weg? Nein. Ich wollte Sie was fragen, Frau Steger. Was sind Sie hier eigentlich? Gast oder Angestellte? Was ich bin. Ich habe das Zimmer gemietet. Wissen Sie, was das kostet mit voller Pension? 80 Mark die Woche. Habe ich so viel? So viel habe ich nicht. 20 habe ich. Für das andere muss ich arbeiten. Was soll ich denn machen? Weiß ja nicht, wohin. Wie eingeschlossen bin ich hier. So wie Sie auch. Was ist eigentlich mit Hessler und seiner Frau? Was soll sein? Wie Hund und Katze sind sie. Sie will weg. Weg von hier. Und er lässt sie nicht. Da ist das Schlafzimmer. Und heulen tut und reden. Ich höre doch, was er ihr verspricht. Der verspricht ihr alles, dass sie bloß nicht wegläuft. Wenn du gehst, sagt er, hole ich dich zurück und werfe dich ins Moor. Der kennt doch die ganzen Löcher hier. Musik.
Genau, Frau Hensler. Darf ich Sie noch mal nach dem 12. September fragen? Sie kamen um 11 Uhr aus München zurück. Ich doch nicht. Ich war nicht dabei. Ach, Sie waren nicht dabei? Nein. Wir haben uns in München gestritten. Ich bin bei meiner Mutter geblieben. Mein Mann ist allein zurückgefahren. Ja, wann ist er denn aus München weggefahren? 9. Man fährt doch nicht länger als eine Stunde, nicht? Nein. Ja, dann könnte er doch gut um 10 Uhr hier gewesen sein. Ja. Ja, wann ist er denn nun gekommen, Frau Hessler? Kurz, nachdem ich die Schreie gehört habe. Fein nach. Hallo? Nur eine Frage, Herr Dr. Strobel. Ja, bitte? Sagen Sie, was wollte Hessler bei Ihnen? Hessler? Ja, er fuhr Hals über Kopf nach München zu Ihnen. Warum? Ja, wird der Mann überwacht? Haben Sie etwa Hessler im Verdacht? Aber das wäre doch ganz unsinnig. Für den Mann verbürge ich mich. Das ist ein fleißiger, ehrlicher Mann. Aber kommen Sie doch bitte herein. Danke. Der sich allerdings im Augenblick etwas um seine Existenz sorgt. Ja, der Mann hat mich um Hilfe gebeten, um finanzielle Hilfe. Das Gasthaus ist ja auch wirklich nicht sehr attraktiv in dieser Form. Er trägt sich mit Umbauplänen und deswegen kam er her. Was denn jetzt so spät? Ja, er weiß, dass ich immer erst spät aus der Klinik komme. Außerdem drängt ihn seine Frau. Mhm. Wollen Sie nicht Platz nehmen? Oh nein, danke, das lohnt kaum. Aber das würde ich gerne noch wissen. Werden Sie sich finanziell beteiligen? Ja, ich habe ihm eine Zusage gegeben. Warum darf ich nicht? Aus dem Haus lässt sich etwas machen. Es ist ein durchaus geeignetes Objekt für eine Kapitalsanlage. Wollen Sie noch mehr wissen? Nein, das war eigentlich alles. Darf ich bitten? Ja, ich glaube, die kenne ich. Die war öfter hier. Maria Kaiser. Den Namen kenne ich natürlich nicht. Aber gesessen hat sie meistens da drüben am Tisch, wo die einzelne Dame sitzt. Was ist mit der? Hat sie was angestellt? Solche Leute kommen nämlich hier nicht rein. Dann kriegt sie Lokalverbot. Gibt es jemanden hier in dem Lokal, der sie kennt? Gut kennt? Ich sagte doch schon, die Dame an dem Tisch. Da saß sie öfter. Verzeihen Sie. Nein, darf ich Sie einen Moment sprechen? Danke. Ja, natürlich. Das ist Frau Kaiser. Ja. Warum zeigen Sie mir das Foto? Die ist doch in Kanada. Nein, sie ist nicht in Kanada. Nicht in Kanada? Sie ist tot. Wir haben zusammengesessen, weil es ist besser in diesem Lokal, meine ich, wenn man nicht ganz allein sitzt. Obwohl, es spielt ja keine Rolle. Jeder weiß ja, warum wir hier sind. Wir wollen tanzen. Auch die Kaiser wollte tanzen und Musik hören und... Naja, Sie wissen ja. Um Herren Bekanntschaften zu machen. Finden Sie was dabei? Nein, wieso? Das ist eine faire Sache. Fair und bequem. Für jeden. Ich habe gesagt, ich finde nichts dabei. Haben Sie den Mann gekannt,
der mit Maria Kaiser nach Kanada wollte. Nein. Wissen Sie, in der letzten Zeit kam sie gar nicht mehr hierher. Ich habe sie mal auf der Straße getroffen, da habe ich sie gefragt, warum kommen Sie nicht mehr her? Und da sagte sie, ich verkaufe alles, wir gehen nach Kanada. Ich sagte, wir? Wer ist denn wir? Und da sagte sie, ich bin verlobt. Na, sagte ich, da gratuliere ich, aber wer ist es denn? Das wollte sie nicht sagen. Dann habe ich gesagt, kenne ich den Mann? Und da hat sie gesagt, ja, kann sein. Und dann habe ich gesagt, warum sagen Sie denn nicht, wer es ist? Und da sagte sie, er will nicht, dass ich es sage, weil... Nee, dann kam sie dann mit raus, dass er noch verheiratet ist. Noch verheiratet? Ein Menschenskind, habe ich gesagt. Kaiser, wenn der sie mal nicht verschaukelt. Aber da ging sie hoch. Nein, das wäre nicht so. Und wäre überhaupt ganz anders. Und es wäre überhaupt ein großes Glück, so einen Mann zu kriegen. Ja, und dann hob sie ihr Geld ab, gab ihre Stellung auf und verkaufte ihre Wohnung. Und das Geld ist futsch? Ja, keine Spur mehr davon. Und beinahe auch keine Spur mehr von Maria Kaiser. Herr Ober, haben Sie diesen Mann schon einmal gesehen, der jetzt in das Lokal gekommen ist? Schon mal gesehen? Ich weiß nicht. Meinen Sie hier? Ja. Kann sein. Entschuldigen Sie mich einen Moment. Sagen Sie, Herr Ober. Der Herr, der eben gerade mit Ihnen sprach, was wollte er? Hat ein Bier bestellt. Das ist ein gutes Recht. Na nun, Herr Dr. Strobel. Ach, Herr Kommissar. Ja, ich bin genauso überrascht wie Sie. Das ist ein seltsames Lokal, was? Ja. Aber ich habe ein Faible für Merkwürdigkeiten und für gutes Bier, und das gibt es hier. Ach, Sie sind also öfter hier? Naja, nicht gleich. Öfter. Aber doch hin und wieder. Und was führt Sie hierher? Maria Kaiser hat hier verkehrt. Ach ja? Wollen wir uns nicht setzen oder sind Sie nicht alleine da? Allein bitte. Ach so, die Tote aus dem Moor. Hier verkehrt. Ja. Ja, war das also der Typ? Dann könnte man ja fast annehmen. Bitte sehr. Oh, danke schön. Wollen Sie nicht auch eins? Das ist wirklich sehr zu empfehlen. Ja, bringen Sie mir auch eins. Könnte man ja annehmen, dass ich einen Mörder hier kennengelernt hätte. Haben Sie das für möglich? Ja, durchaus. Verkehren ja die unterschiedlichsten Leute hier. Vorwiegend obskure Leute. Ja, Sie verkehren zum Beispiel hier, ne? Ja, da haben Sie auch wieder recht. Ja, haben Sie schon mit den Kellnern gesprochen? Die erinnern sich an Maria Kaiser. Aber nicht an einen bestimmten Mann, mit dem sie hier öfter getanzt hat oder möglicherweise sogar auch von hier weggegangen ist? Nein, auch die Freundin nicht. Welche Freundin? Die Dame, mit der ich da vorhin am Tisch saß. Ach, die weiß auch nichts. Nein, so gut wie nichts. Bitte sehr, Herr Zimmer. Dann beneide ich Sie nicht um Ihre Aufgabe, Herr Kommissar. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen betrunken, Herr Kommissar, als Sie mir erzählt haben von der Kaiser. Wem hat die Frau was getan? Ich frage Sie, wem? Wir sind keine Schönheiten. Die Kaiser war es nicht und ich war es auch nicht. Glauben Sie, ich weiß das nicht. Außerdem haben wir noch einen Fehler gemeinsam. Nicht mehr jung genug. Ich habe irgendwas verpasst. Irgendeinen Zeitpunkt. Ich weiß nicht, was für einen. Und auf einmal musste rennen. Hinterherrennen. Hinterm Leben herrennen. Hinterm Glück herrennen. Rennen, dass dir die Zunge raushängt. Als die Kaiser zu mir sagte, ich habe mich verlobt, ich gehe nach Kanada, da kam sie auf mich zu und umarmt und küsste mich, weil sie glücklich war. Ich war es nicht einmal.
Warum kommst du denn immer zu spät, wo du so einen schnellen Flitzer hast? Der Flitzer und ich, wir springen morgens immer schwer an. Sag mal, wann bist du eigentlich von Dr. Strobel weggegangen? Ich? Nein, ja. So, gegen 11. Und um Mitternacht erscheint Dr. Strobel in dem Lokal, in dem Maria Kaiser verkehrt hat. Ja, das ist doch kein Zufall. Ich sehe ihn, gehe auf ihn zu. Und ich muss sagen, ich habe selten einen Menschen gesehen, der seinen Schrecken und seine Überraschung so total verbergen konnte. Guten Tag, Frau Steger. Hallo, Herr Doktor. Trauen Sie sich denn überhaupt noch aus dem Haus? Wieso? Haben Sie keine Angst vor dem Mörder? Mörder? Den Mann gibt's doch noch. Den hat man noch nicht gefunden und Sie sind doch sozusagen ein Zeuge. Ich? Ja, Sie haben doch die Schreie gehört am 12. September. Ja. Ist Hessler da? Ja. Vielleicht haben Sie gar keine Schreie gehört. Überlegen Sie doch mal. Tag, Frau Hessler. Tag, Herr Doktor. Ist Ihr Mann da? Augenblick. Erich! Ja. Geben wir mal so wirklich Geld? Ja, ich hab's mir überlegt. Ich komme ja nie hier weg aus diesem Mistlokal. Aber wieso? Wir bauen es um, das wird ein großartiges Lokal. Was ist denn? Ach, Tag, Doktor. Da ist er. So, ich hab dir ja gesagt, er kommt, er hat Zeit. Ich hab die Pläne schon hier liegen. Na ja? Wir haben sie noch nie richtig angesehen. Wir sind nämlich, wollen Sie was trinken? Ach ja, bitte. Geben Sie mir ein Whisky. Wir sind nämlich fabelhaft geworden. Ja, scheint niemand da zu sein. Das ist... Hallo. Kennen wir uns nicht? Wir haben uns gesehen bei meinem Vater draußen. Ja, wir wollen zu Ihnen. Das ist übrigens Kommissar Keller, mein Chef. Hallo, Herr Kommissar. Na, fahren wir gleich rauf. Bitte? Über meinen Vater? Warum fragen Sie da mich? Das muss doch im Zusammenhang stehen mit dem Mord, oder nicht? Ja, ganz richtig. Schießen Sie los, Herr Kommissar. Ihr Vater ist heute nicht in der Klinik. Nicht in der Klinik? An einem normalen Wochentag? Das ist ja jahrelang nicht vorgekommen. Hat man gesagt, wo er ist? Nein, man wusste es nicht. Müsste ich mir Sorgen machen? Na, ich glaube nicht. Sie sind Kaufmann? Ja, bitte nehmen Sie doch Platz. Darf ich ein Bier anbieten? Ja, danke schön. Ich habe ein Werbebüro in der Stadt. Haben Sie Kontakt mit Ihrem Vater? Kontakt? Kontakt? Wissen Sie, mein Vater ist nicht der Mann, um groß Kontakt zu ihm zu haben. Und Ihre Frau Mutter? Gestorben, ich war 16. Seitdem lebt Ihr Vater allein? Allein? Wie meinen Sie? Oh. Frauen. Wissen Sie, Herr Kommissar, mein Vater ist mit seiner Klinik verheiratet. Oh. Frauen? Nein. Na, immerhin besucht er ab und zu Tanzlokale. Ballverkehrt zum Beispiel. Ballverkehrt? Ja, ein Lokal, in dem die Damen die Herren auffordern zum Tanzen. Und da soll mein Vater hingehen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ausgeschlossen. Ja, gerade hochintelligente Männer haben ja oft seltsame Beziehungen zu Frauen. Das wäre allerdings seltsam. Die ermordete Maria Kaiser verkehrte in dem Lokal, das Ihr Vater besucht. Ja, glauben Sie denn? Ist doch Unsinn. Oder doch? Entschuldigung, die Vorstellung ist einfach zu absurd. Aber eins ist ganz unmöglich. Er erschlägt Frauen nicht und er wirft sie nicht ins Moor. Nein. Nein. Oder? Die Gardine hat sich bewegt, er beobachtet uns. Hallo. Wollen Sie zu mir? Ja. Augenblick.
Ich bin nämlich gerade im Weggehen. Oh, das macht nichts. Also haben Sie keine dringenden Fragen? Nein, nein, gar nicht. Wir kamen nur zufällig vorbei und sahen Ihren Wagen und da habe ich mich erinnert, dass Sie mir mal gesagt haben, dass Sie nur Wochenende hier sind. Ja, ja, meistens. Aber nicht immer. Wie Sie sehen. Tja, gibt es etwas Neues? Nein. Da haben Sie also keinen besonderen Grund für Ihr Herumgehen. Nein, wir gehen nur so herum. Naja, was ich Ihnen nicht glaube. Aber wenn Sie mir etwas verschweigen, so ist das Ihre Sache. Was ist denn mit dem Mann los? Wir sind hinter ihm her und das weiß er. Was ist denn, Steger? Ich habe mich erschrocken. Tue ich Ihnen was? Nein. Also. Wo fährt er denn jetzt noch hin? Weiß ich doch nicht. Breitgrab? Ich will nicht, dass er das Haus umbaut. Ich will weg von hier. Der lässt sie nicht. Jetzt, wo er endlich Geld hat, der hat doch immer nur gesehen, wo er Geld herkriegt, damit sie ihm nicht weglaufen. Gefunden? Nein, bis jetzt noch nicht. Hier lang, Chef. Ich habe Ihnen eine traurige Mitteilung zu machen. Weiß schon. Es ist mein Mann. Ich habe seine Stimme erkannt. Es war ein Schrei. Ich habe sofort gewusst, das ist er. Das ist mein Mann. Ihr Mann hatte den Wagen genommen. Darf ich fragen, wohin er wollte? Ich weiß nicht. Er hat mir nur gesagt, ich bin gleich wieder da. Wollte er nicht nach München? Er muss da irgendwas gesagt haben. Er fährt doch nicht los, ohne Ihnen zu sagen, warum und wohin. Ist er ertrunken? Oder? Nein, man hat ihn erschlagen mit einer Latte. Eine Latte? Ja, mit einer Zaunlatte.
gibt hier doch gar keine Zäune. Chef? Ja? Der Dr. Strobel ist zu Hause. Er erwartet uns. Ah ja, danke. Da kommen Sie doch bitte herein, meine Herren. Hässler? Das kann doch kein Unglücksfall gewesen sein. Das war es auch nicht. Hässler wurde erschlagen und ins Moor gestoßen. Also praktisch auf die gleiche Weise ermordet wie Maria Kaiser. Ach, und Sie meinen, das war auch derselbe Mörder? Ich bin überzeugt davon. Dr. Strobel, wo waren Sie heute Abend um 8.30 Uhr? Wo ich heute Abend um 8.30 Uhr war? Ja, entschuldigen Sie, Herr Kommissar, bringen Sie den Mord in irgendeinen Zusammenhang mit meiner Person? Ja. Na ja, sehr gutes Recht. Ja, ich war um 8.30 Uhr. Wo war ich denn? Ich war auf dem Weg hierher, also unterwegs. Haben Sie dafür Zeugen? Nein, das heißt, mein Sohn erwartete mich hier. Mhm. Um wie viel Uhr war denn das? Dankeschön, das war gegen 9. Ja, kurz vor 9. Kurz vor 9, sagen Sie. Mhm. Hat Ihr Sohn Sie in diesem Haus erwartet? Ja. Hat er einen Schlüssel? Aber sicher, es ist sein Elternhaus. Ja, aber er ist 26 Jahre alt, hat eine eigene Wohnung, einen Beruf. Ja, und was war er da? Wollen Sie ihn sprechen? Ich kann Sie verbinden. Ja, das würde ich furchtbar gerne. Jetzt sollte ich Sie etwas fragen, Herr Kommissar. Was werfen Sie mir eigentlich vor? Die Zaunlatte, mit der Hässler erschlagen wurde, ist auf Ihrem Grundstück gefunden worden. Ja, aber die kann jeder dahin geworfen haben. Ulrich, die Polizei ist bei mir. Herr Kommissar Keller. Ja, geben Sie nur her. Hallo? Herr Keller hier. Herr Kommissar? Ja, ich habe ihn gesucht, weil Ihr Besuch, Herr Kommissar, hat mich etwas beunruhigt. Ja, in seiner Wohnung. Um 8:30 Uhr. Ja, ziemlich genau 8:30 Uhr. Danke, mehr wollte ich nicht. Ihr Sohn liebt Sie? Was für eine Frage. Ach, Sie wissen es nicht. Na, was wissen wir über unsere Kinder? Tja, ich nehme an, dass er mich liebt. Wahrscheinlich. Ja, ich bin ganz sicher, dass er es tut. Na, dann wird er ja bezeugen, dass Sie um 9 oder 8:30 Uhr hier waren. Ja, sicher wird er das. Sie sind ganz sicher? Ja. Danke, Doktor. Gute Nacht, Herr Kommissar. Wir sollten ihn jetzt nicht schlafen gehen lassen, Chef. Er geht nicht schlafen, aber wir auch nicht. Robert, ja? Falls Dr. Strobel das Haus verlässt, dann verliere ihn nicht aus den Augen. Ne? Mhm. Wollen Sie nichts essen, Frau Hässler? Nein. Aber warum denn nicht? Sie müssen doch was in den Magen kriegen. Ich sag doch, ich will nicht. Das können Sie nicht machen, Frau Hässler. Wir werden ihn beerdigen und die Zeit abwarten. Guten Abend. Ich habe gehört, was vorgefallen ist. Ich wollte Ihnen sagen, wie leid es mir tut. Der Kommissar lässt Sie bitten, zu warten, bis er kommt. Bis er kommt? Aber woher weiß er, dass ich hier bin? Er ist drin. Wieso haben Sie dich mitgebracht? Sie haben mir nicht gesagt, weshalb. Kann ich ein Bier kriegen? Nein, du trinkst nichts. Er bekommt nichts. Du hast doch bestätigt, wo ich um 8:30 Uhr war. Ja, das habe ich. Was wollen Sie dann von mir? Ich will Sie des Mordes überführen, Dr. Strobel.
versuchen Sie es. Kann ich was zu trinken haben? Ein Schnaps, ein Korn. Korn? Da geben Sie ihm schon. Der 12. September war ein Sonnabend. Da müsste ich nachschauen. Es war ein Sonnabend, Sie können sich darauf verlassen. Wenn Sie die Sonntage hier verbringen, wann kommen Sie da gewöhnlich her? Am Sonntagmorgen. Stimmt das? Ja. Ja, aber an diesem Wochenende war ich schon am Sonnabend hier, am Sonnabendabend. Und Sie haben keine Schreie gehört? Nein. Obwohl der Tatort 200 Meter von Ihrem Haus entfernt ist? Ich sagte Ihnen schon, ich habe nichts gehört. Sie hören normal? Ich höre ganz normal, ja. Können Sie das bestätigen? Ja, mein Vater, wissen Sie, wenn er arbeitet, studiert, dann vergisst er alles um sich herum. Ah, Sie haben gearbeitet? Ja, ich habe einen Vortrag ausgearbeitet. Und den Todesschrei eines Menschen nicht gehört? Nein. Haben Sie Maria Kaiser nicht gekannt? Nein. Danke. Obwohl Sie doch das Lokal des Öfteren besucht haben, in dem Maria Kaiser verkehrte und Männer zum Tanzen aufforderte. Ab und zu, ja. Wollten Sie etwas sagen? Nein, nein. Hat Maria Kaiser Sie zum Tanzen aufgefordert, Dr. Strobel? Nein. Es hat sich also keine Bekanntschaft ergeben, gleich in welcher Weise. Ich sagte Ihnen schon, nein. Trotzdem hat Maria Kaiser diesen Gasthof aufgesucht. Wo hat sie gesessen? Dort. Hat sie also hier an diesen Tisch gesetzt und gewartet. Schließlich fragt sie nach dem Wirt. Sie spricht mit ihm, geht mit ihm vor die Tür und fragt nach dem Weg zu Strobel. Was tut sie? Das ist eine Vermutung. Ja, das ist eine Vermutung. Die nicht zulässig ist. Außerdem haben Sie Hessler ja selbst befragt. Wir haben ihm ein Foto von Maria Kaiser gezeigt. Hat er gesagt, er kennt die Frau? Nein, er hat gesagt, er kennt sie nicht. Aber lassen Sie mich meine Vermutung wiederholen, er hat gelogen. Er hat sich sehr genau an diese Frau erinnert und auch daran, dass sie nach dem Weg zu Ihnen fragte. Maria Kaiser, die Tote aus dem Moor und der Name Strobel von ihr gebraucht, das hat Hessler veranlasst, noch am gleichen Abend in die Stadt zu fahren, zu Ihnen. Dr. Strobel. Und er kam zurück mit der absoluten Zusicherung von Ihnen. Sie finanzieren seinen Umbau und er schweigt dafür. Was Sie da sagen, muss bewiesen werden. Kann ich bitte etwas zu trinken haben? Wann haben Sie eigentlich das Haus Ihres Vaters verlassen? Vor 5 Jahren. Und warum sind Sie weggegangen? Das Haus ist doch groß genug. Ihr Vater lebt allein und auch Sie sind allein. Der Junge wollte seine Selbstständigkeit haben. Bitte lassen Sie ihn antworten, ja? Ich hatte satt zu Hause. Wofür ich Verständnis habe. Hatten Sie das immer, Verständnis für Ihren Sohn? Wie kommen Sie darauf? Die Tote wird im Moor gefunden, kaum 200 Meter von Ihrem Haus entfernt. Das Erste, was ich natürlich angefordert habe, waren Unterlagen über Sie. Was ist daran interessant? Zum Beispiel das Verhältnis zu Ihrem Sohn. Sollten Sie nicht studieren? Studieren? Natürlich soll ich studieren. Ja, aber Sie haben es nicht geschafft. Die Schule nicht, das Studium nicht, die Lehre nicht. Gar nichts haben Sie geschafft. Ihr Vater hat sich bitter beklagt. Hier steht es. Mein Sohn taugt nichts, ich habe einen Idioten zum Sohn. Steht da? Wer hat das gesagt? Und zu wem hat er das gesagt? Sei jetzt wenigstens kein Idiot und halte den Mund. Aber da machten Sie das Werbebüro auf. Ja, das ist hier vermerkt. Habe ich ihm eine letzte Chance gegeben und Geld reingesteckt? Mein Sohn hat eine Firma jetzt, sie existiert schon ein halbes Jahr und sie ist noch nicht pleite. Und zu wem hat er das gesagt? Aber sie war pleite. Sie war bereits Anfang September pleite. Hör zu, du sagst jetzt keinen Ton, verstanden? Er muss nicht. Den habe ich gesehen. Mit Maria. Gerne.
Nicht Dr. Strobel hat die Maria Kaiser kennengelernt, sondern Sie. Du gibst nichts zu. Überhaupt nichts. Wann haben Sie zum ersten Mal mit ihr über Geld gesprochen? Nimm dir was zu trinken, ich komme gleich. Wann kam Ihnen die Idee mit Kanada? Weißt du? Geh mit dir, wohin du willst. Es macht mir nichts aus, hier wegzugehen. Ich häng nicht daran. Kanada. Eine Wahrsagerin hat mir gesagt, bevor ich glücklich werde, werde ich eine weite Reise machen. Vielleicht. Vielleicht hat sie Kanada gemeint. Die Idee mit Kanada kam Ihnen, als Sie nicht aus- und einwussten und Ihrem Vater unter keinen Umständen gestehen wollten, dass Sie wieder einmal versagt haben. Nicht antworten. Unter keinen Umständen antworten. Sind wir schon da? Ja. Wo ist denn das Wochenendhaus von deinem Vater? Gleich da drüben. Wir müssen ein paar Schritte gehen. Zu Ihnen, Dr. Strobel. Was wollen Sie von mir? Hessler kam zu Ihnen und erzählte Ihnen, dass er Maria Kaiser gesprochen hat. Sie hatte nach Ulrich Strobel gefragt. Und nun wussten Sie, dass Ihr Sohn, dieser Versager, dieser Idiot, auch noch einen Mord begangen hat. Von da an kannten Sie nur noch eine Aufgabe und ein Ziel, Ihren Sohn zu schützen. Sie sagten Hessler den Kredit zu, aber beide fanden Sie, Ihr Sohn und auch Sie, dass es besser wäre, wenn Hessler verschwindet und nie mehr den Mund auftut. Also nicht nur Ihr Sohn war ein Mörder, sondern auch Sie. Was Sie da sagen, muss bewiesen werden. Mein Mann hat mir gesagt, Ulrich Strobel hat die Frau umgebracht. Deshalb bekommen wir den Kredit. Reicht Ihnen das, Herr Strobel? Gespannt, ob er das richtig macht. Strobel! 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 Wo sind Sie, Strobel? Bleiben Sie stehen! Strobel! Bleiben Sie doch stehen! Strobel! 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 Da drin muss er irgendwo sein. Ist der Mann verrückt? Hier können wir nicht weiterlaufen. Strobel!